Bäm, wir sind live. Das hört man gerne. Das geht So. immer so schnell, Jay. Wunderbar. So, dann ganz klassisch. Keiner sagt was. Scheiße, und ich kriege hier wieder alles mit hin. Oh nein. Die Rechtsabteilung kriegt schon Panik. Wo bleibt der Disclaimer? Genau. Jay, bring Hier, uns in so. einen rechtssicheren Raum. Ah. Hast du den Sound geteilt? So Hast du und den so. Monitor? Tonfreigabe. So. So. War, war. So. Hört man das? Wie überträgt dann den Ton nicht? Ich bin immer schwer verunsichert bei allem hier. Ah. Komm. Da ist er, süße Erlösung. Keine Anlageempfehlung. Bei Anlageberatung ist ein Tipper drin. Ach, Wird zum Quatsch. ersten Mal gelesen. Ja, Ja, ich bin der Einzige, der das Ding liest, Mensch. ja, immerhin einer. Ja, ihr habt ja nichts zu verlieren. Nee. Ja, stimmt. Ja, wir sagen auf jeden Fall Hallo, herzlich willkommen, Börsenbunch TV. Endlich wieder mit Tino. Jetzt herrscht wieder Zucht und Ordnung und es heißt am Ende nicht, ja, ach, was soll schon passieren? Kauft einfach mal, es kann eigentlich nur nach oben gehen. Ja, Diamond Hands und wenn die Leute dann fragen, ja, bis wohin? Und dann sagst du to the moon und dann stehen wir schon wieder da mit runtergelassenen Hosen. Und also spannende, wirklich spannende Folge heute. Also viel passiert in dieser Woche. Und auch für unsere Verhältnisse ein straffes Programm. Deshalb, also hat irgendjemand von euch etwas unglaublich Dringendes außerhalb der Agenda, was er jetzt noch schnell loswerden möchte? Also an alle Menschen in NRW, ich als Sachse habe Erfahrung in der Hochwasserbekämpfung. Die Elbe war ja auch mal viel höher als heute. Bei Fragen gerne mich fragen. Sandsack befüllen, Schleichwege suchen, Ausfuhrverbote über die Autobahn, also wenn die Polizei Autobahnen sperrt, dass man nicht mehr raus und reinkommt, das war damals der Fall, 2003 in Dresden, wie man die umgeht, und so weiter, wie man sich Akkreditierungen besorgt. Fragen bitte an mich, damit man hier dieses Drama dann auch mal irgendwie überlebt. Ja. Ich habe gestern Nacht tatsächlich das erste Mal Sandsäcke befüllt und wir haben uns, glaube ich, ganz schön dämlich angestellt, Ja. weil die Schaufel war viel größer als die Öffnung vom Sandsack. Ja, aber für den nächsten Flak-Einsatz bist du dann sozusagen, ne? Ach ja, das muss ja auch mal geübt werden, ne? Dafür habe ich nicht verweigert damals, aber naja, es holt einen ein. Ja. Also meine Hochwassergeschichte ist, ruft mich meine Mutter an, sagt so, ja, jetzt hier, das nimmt ja jetzt gefährliche Züge an und das wird immer mehr. Vielleicht sollten wir auch noch mal uns den Keller angucken und das irgendwie vorbereiten. Dann komme ich dahin, gehe mal runter mit dem Vorhaben, wir räumen alles nach oben, was von Wert ist. Und dann sind wir da, der komplette Keller vollgestellt mit irgendwelchen Sachen. Ja, oh Gott, das können wir niemals alles hochheben. Und dann halt so übers Auge, was ist von Wert? Dann haben wir einen Bilderrahmen hochgestellt und uns dann dazu entschlossen, dass der ganze Rest, so bitter es auch ist, wenn das jetzt hier reinkommt, dann würde das halt einfach nass werden. Und uns dann darauf geeinigt, dass der Teppich wahrscheinlich schon viel aufnehmen würde und sind dann aber glücklicherweise noch verschont geblieben. Also nicht ganz so spektakulär wie der Strelo-Story, aber strategisch dann wahrscheinlich in Dortmund hier noch ein kleines bisschen besser gelegen. Ja, Also. und wichtig, als Hausbesitzer ist es eben, eine Versicherung mit Elementarschadenabdeckung zu haben. Ja. Ansonsten ist das nämlich ein persönliches Vergnügen. Ja, und nicht dann sagen, oh, hätte ich das mal gewusst und jetzt hilft mir bestimmt der Staat. Da macht man sich sehr einfach. Ne? Guck mal, direkt schon was gelernt für den Start. Ja. Und ja, wir haben übrigens auch vieles, wo der Staat Menschen geholfen hat. Nur es sind halt meist nicht die kleinen Häuslebauer. Genau, vorher schnell noch eine Bank gründen, das hilft in der Regel ganz gut, ja. Ja, oder sich erstmal in die Schweiz absetzen, aber dann kommen wir gleich zu. Ich freue mich schon richtig darauf, gleich ein paar Worte zu Hanno Berger loszuwerden.
So, dann würde ich sagen, also jetzt sind wir mit den aktuellen Themen soweit so durch. Und dann hätte ich Ja, gesagt. können wir auch Schluss machen. Wichtigste angesprochen worden, ein bisschen. Das Hochwasser in NRW. Boah. So. Und dann auch an dieser Stelle nochmal hallo, herzlich willkommen zu dieser, das ist auch eine wunderschöne PowerPoint-Grundlage, die Bücherrezension-Version. Und in dem Kontext, also wir haben Vorstandsvergütungen, Cum-Ex, viel Spannendes passiert und globale Mindestbesteuerung. Also es lässt sich schon erahnen, Olaf Scholz wird in dieser Folge mehrfach genannt. So. Und vorab gibt es nämlich noch eine Bonusfolge, nämlich der Fang der Woche. Mal gucken, ob der sich als Fang erweist oder als Das heimtückischer Rückschlag für die Aktienkultur. ja, gut, das ist jetzt das erste Thema, nämlich dass der Strelo gestern noch aufgefallen ist, der ist mir nämlich auch echt komplett entgangen. EU-Finanzaufsicht, also von höchster Stelle, weil die BaFin es wahrscheinlich nicht richten könnte, nimmt Neobroker unter die Lupe. Rückvergütung für Handelsaufträge ermöglichen Trade Republic und anderen günstige Gebühren, droht aber damit einen Interessenkonflikt zu Lasten der Kunden. So, Freunde. Also, wir haben da, also genau dieser Interessenkonflikt, der ja hier in diesem Szenario auch schon mehrfach besprochen wurde. Wer hätte es gedacht, dass der jetzt tatsächlich nochmal thematisiert wird? Und dann vor allem auch nicht, dass Deutschland sich darum kümmert, sondern dass das jetzt direkt aus der Europäischen Union kommt. Wo führt das hin und wieso jetzt? Und wer ist diese komische ESMA, ne, Und die ja. da irgendwie das Ganze macht? Also die ESMA ist irgendwie bei den Börsen eigentlich nur dafür bekannt, dass sie ganz viele Daten immer sammelt. In irgendwelchen kryptischen Formaten müssen die dann geliefert werden, weil sie damit dann die Handelstransparenz und natürlich auch die Preisverbindlichkeit und Ähnliches überwachen wollen. Aber wir haben den Eindruck, dass sie eigentlich nur die Daten sammeln und dann nichts damit macht. Also europäische Marktaufsicht für ja all das, was Wertpapiergeschäft angeht. ESMA ist die Vereinigung und das war dann so der Aufmacher auch in der Börsen wieder im Büro und dann fällt einem ja auch schon mal so eine Printzeitung in die Finger, dass die ESMA eben sich jetzt die Neobroker vornimmt. Das hat sie schon angekündigt, als wir erinnern uns, das Drama um ja GameStop und Co., also diese Meme Aktien aufkam, was ja auch in Deutschland durchaus Wellen geschlagen hatte, dass da zwischenzeitlich da eben auch ein Handelsverbot, in dem Falle ein Kaufverbot von Trade Republic quasi den Kunden gegenüber ausgesprochen wurde. Da haben die einen ganz großen Shitstorm auch für kassiert gehabt. Und da hatten sie schon im Nachhinein gesagt, die ESMA, die muss sich das unbedingt mal angucken. Und offensichtlich ist da jetzt Bewegung reingekommen, gibt da auch dann ein Gesicht dazu, die Dame, die dieses Referat oder was es auch immer ist, vertritt und sagt, das müssen wir uns anschauen. Denn es kann doch irgendwie nicht sein, dass die Motivation für Neobroker ist, damit Geld zu verdienen, was doch nur dem Vorteil der Anleger gelten soll, nämlich diesem Payment for Order Flow. Wir hatten es schon mal erläutert, ich würde es ganz kurz nochmal anreißen. Wenn man bei so einem Neobroker ist und da nur einen Euro als Orderprovision zahlt, oder es gibt auch andere Neobroker, da zahlt man noch nicht mal diesen einen Euro. Man kann aber Wertpapiergeschäfte tätigen, auch wenn vielleicht die mindestens 500 Euro groß sein sollten. Und da würde ich sagen, selbst das ist schon eine zu kleine Größe, um sich dem Risiko eines Wertpapiergeschäfts hinzugeben. Dass die umsonst sein können, wie kann das sein? Was steckt dahinter? Und es ist in der Tat so, dass eben für das Geschäft, was vom Neobroker an den Handelsplatz geleitet wird, also der Order Flow wird an den Handelsplatz geleitet, dass der Market Maker, der von diesem Handelsplatz tätig ist, dafür eine Rückvergütung bezahlt. Und die nimmt der Neobroker ein und
Ja, was macht er mit dem Geld? Damit beschäftigt sich an der Stelle hier die ESMA. Auf jeden Fall finanziert er daraus die Kosten, die natürlich trotzdem da sind, wenn ich als Neobroker unterwegs bin und die Menschen bei mir Wertpapiergeschäfte machen, weil das kann eben nicht nichts kosten und das kann auch nicht nur einen Euro kosten. Der Spaß ist einfach teurer. Und jetzt ist die Frage, wenn doch diese Neobroker, je mehr Orders sie halt dahingeben, desto mehr Geld bekommen, könnte es vielleicht der auf dem Rücken der Anleger ausgetragen werden, dass eben so viele Orders gemacht werden, viel mehr Orders als nötig sind. Sind die Orders in der Qualität überhaupt in Ordnung? Sind die Preise, die da gestellt sind, in Ordnung? Und das will sich die ESMA jetzt eben anschauen, weil das nochmal vielleicht ganz grundsätzlich zur Unterscheidung zwischen einer Market Maker Börse und einer klassischen Börse, einer vielleicht Regional- oder Parkettbörse, da nehme ich jetzt die Börse Düsseldorf als Beispiel, wir können aber auch die Börse in Frankfurt nehmen. Dort werden die Orderbücher gepflegt. Da gehen eben die Kauf- und Verkaufsaufträge in Orderbüchern zusammen und werden in der Regel gegeneinander ausgeführt. Das heißt, die bekommen beide, Käufer und Verkäufer, die sich über dieses Orderbuch auf einen Preis treffen, die bekommen den gleichen Preis. Während ein Market Maker Handelsplatz, da wird von sich aus, der Market Maker stellt permanent Kurse, und zwar Geldkurse, also wenn ich selber der Verkäufer eines Wertpapiers bin, und Briefkurse, das zahle ich, wenn ich ein Wertpapier kaufe. Und dazwischen liegt der Spread, und das ist der interessante Punkt. Der Spread entfällt im Orderbuch, wenn die Orders gegeneinander ausgeführt werden. Beim Market Maker Handelsplatz ist in 99,9% der Fälle der Market Maker meine Gegenpartei. Das heißt, in dem einen Moment kaufen die meine 50 Daimler-Aktien. Im nächsten Moment verkaufen sie jemand anderem die 50 Daimler-Aktien. Einmal zum Geldkurs, einmal zum Briefkurs und die Lücke dazwischen verbleibt beim Market Maker. Davon finanziert der sich und finanziert auch noch die Rückvergütung an den Neobroker, die er daraus auch bezahlt. Und das soll alles zum Vorteil des Kunden sein. Das wird jetzt untersucht und ja, ich glaube, ich finde, das ist grundsätzlich mal eine gute Entwicklung, dass sich das mal einer anschaut. Denn dieses Rückvergütungsprinzip, das gibt es schon sehr, sehr lange. Und das kriegen auch nicht nur die Neobroker, auch die ganzen anderen Online-Broker kriegen diese Rückvergütungen, weil sie eben diese Marktplätze auch angeschlossen haben. Bloß die nehmen halt zusätzlich noch ihre klassische Orderprovision und kriegen den Kickback noch obendrauf. Das finde ich persönlich unfair. Und ja, da gucken wir mal, was daraus wirkt. Und ich fand es in dem Falle halt sensationell, weil wir natürlich als Börsenbetreiber davon auch direkt und indirekt betroffen sind. Wir haben halt zwei solcher Market Maker Handelsplätze, nämlich die LS Exchange und Quotrix im Angebot. Und das ist ein wachsendes Marktsegment. Und wir merken, das verändert natürlich den Markt und das verändert auch die Preisfindung im Markt, weil die eben nicht mehr in den Orderbüchern stattfindet, sondern beim Market Maker. Jetzt habe ich erstmal genug geredet, weil warum der Market Maker einen guten Preis trotzdem bieten kann, dafür gibt es auch noch gute Gründe. Also ich kann nicht allzu viel dazu sagen, weil ich generell von Anfang an diesen Neobrokern und Billigbrokern, wie ich sie nenne, ein bisschen skeptisch gegenübergestanden habe. Auch diesen enormen Marketingaufwand, den die betrieben haben. Da muss man schon per se skeptisch sein und nach Fehlern suchen. Da wären wir dann auch schon in der Abteilung kognitive Verzerrungen. Also wie kann ich mich schützen? Ich suche nach dem Haar in der Suppe. Und wenn etwas 1 Euro kostet oder gar nichts, dann stimmt doch da irgendwas nicht. Wenn bei einer anderen Firma das Ganze irgendwie $5 oder $3,50 kostet. Also dann suche ich nach einem Fehler und deswegen ohnehin mit einer gewissen Skepsis bin ich da immer rangegangen, habe das beobachtet, habe diese riesige Influencer-Welle beobachtet, die dort die
wenn der Unwissende, Jay, das ist von dir, wenn der Unwissende dem Unwissenden einen Rat gibt, dann kommt dann am Ende eine Kontoeröffnung bei einem Neobroker heraus. So könnte man es auch deuten. Und aber en Detail weiß ich das nicht. Ich habe, das ist nur meine persönliche Meinung, wie ich die Sache einschätze. Und ich habe immer sehr, sehr Abstand genommen von diesen Läden. Und was ich mal gelesen habe, war, dass der eine Laden mit T am Anfang und Republik, der verdient pro Order 5 Euro. Bei einem so einem Durchschnittsvolumen von 1.000 Euro, was da so durchläuft. Ne? Die einen machen ein bisschen weniger, die anderen ein bisschen mehr. Und das habe ich gelesen aufgrund dieser Kickbacks. Und da muss man sich ja dann schon fragen, ob da eventuell ein Nachteil für mich als Auftraggeber dieser Order entsteht. Nochmal zu den Kickbacks. Das wäre jetzt eine Frage wieder zurück an euch. Haben diese Läden irgendwo stehen, dass sie Rückvergütungen bekommen? Ja. Weil andere, ne, zum Beispiel Consors, bei denen ich noch so ein Sparplankonto habe, die geben mir eine Jahresaufstellung und da steht auch ganz deutlich drin, was sie bekommen, Leistungen Dritter oder Rückvergütungen. Zuwendungen ist das Zauberwort ja. An der Stelle. Okay. Genau, das wird, also rechtlich ist das alles absolut sauber und okay. Also da braucht sich jetzt keiner Gedanken machen. Deinen ja. Gedankengang kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, nach dem Motto, warum kostet das nichts? Das muss doch an anderer Stelle irgendwie sein. Es ist ja genauso die Frage, warum nutzen wir diese Plattform YouTube kostenlos? Ne? Die stellen ja durchaus Leistung zur Verfügung. Das könnte an den komischen Werbespots liegen, die ich da auch immer sehe. Man ist dann irgendwann selber halt das Produkt. Nee, erlaubt ist das Spiel auf jeden Fall und das wird auch transparent gemacht. Auch die Auflage aus der MiFID, auch von der ESMA an der Stelle gepusht und kontrolliert, dass man eine Ex-ante-Simulation der Kosten bekommt. Also bevor ich auf den Jetzt-Ordern-Button ja. drücke, was eine kostenverbindliche Handlung für mich auslöst, bekomme ich eine Vorschau auf die Kosten und dort sind tatsächlich die üblichen Provisionen drin. Ne? Also die mit der Republikenflagge nehmen erstmal 1 Euro Fremdkostenpauschale, finde ich absolut okay. Jeder weiß, dass da Kosten anfallen. Und dann steht da aber eben auch noch in diesem Kostenausweis drin die Zuwendungen. Und dann ist dann da sozusagen da nochmal 1,50 Euro beispielsweise bei einem klassischen Aktiengeschäft drin, die man eben an der Stelle als Zuwendung bekommt. Das ist dieser Kickback vom Market Maker, den Trade Republic einnimmt. Dann gibt es noch Haltekosten. Die werden übrigens generell immer für 5 Jahre gemacht. Ich glaube, die wenigsten bei den Neobrokern halten ihre Papiere für 5 Jahre. Also hoffentlich bei den ETF-Sparplänen, aber hoffentlich nicht bei AMC oder Adler Modemärkte. Da wird das ein bisschen schwierig. Und dann werden auch diese Produktkosten aufaddiert. Ja. Und die besten Prämien, also Zuwendungen, gibt es übrigens tatsächlich auch für ETFs. Ja? Da wird also sehr, sehr üppig auch bezahlt. Da sollte man natürlich auch kritisch hinterfragen, ne? Warum sind diese großen Player wie iShares und so weiter in der Lage, da auch noch größere Zuwendungen rauszuspielen. Also es wird auch dem Kunden alles transparent gemacht. Ich glaube, die allerwenigsten klicken auf dieses Feld, wo sich dann so ein PDF öffnet, die Kostentransparenz dann herstellt. Man simuliert immer, dass nach 5 Jahren verkauft wird. Das heißt, da wird also nochmal diese 1 Euro fällig. Dann wird nochmal eine Zuwendung fällig. Und da kommst du im Prinzip schnell auf diese 5 Euro, die ich jetzt als Quelle nicht belegen kann, die ich aber teile von der Bauchschätzung her, was eingenommen wird. Und das ist halt alles das, was dem Anleger selber entgeht. Ja. Und so wird es auch ausgewiesen. Das schmälert also meine Performance. Grundsätzlich, wenn ich etwas kaufe zum Briefkurs
und es im nächsten Moment verkaufen wollte, dann müsste ich ja den Geldkurs dafür bezahlen. Das ist halt dieser Spread. Das ist der Verlust, mit dem ich nominal starte in jedes Investment, was ich tätige. Ich starte immer im Minus. Es muss erst sich positiv entwickeln, damit es erstmal bei Null rauskommt und dann kann es auch weiterhin Gewinne entwickeln. Und da gehören diese implizierten Produktkosten eben auch mit dazu, fairerweise. Und die sieht aber kaum einer, die beachtet kaum einer. Und insofern wird es an der Stelle ein bisschen schwierig, wie es weitergeht. Jetzt kommt hier der Rettungshubschrauber gerade geflogen. Hier ist Wo immer noch viel, viel Action. ja. Ich hoffe, der ist gleich durch. Oder er seilt sich hier ab. Dann halte ich die Kamera raus. Also da ist viel los, Transparenz ist gegeben, alles soweit okay und es ist halt eben auch in Ordnung, diese Zuwendungen zu kassieren und das ist die Auflage der ESMA. Die Zuwendungen müssen dafür verwendet werden, einen Vorteil für den Anleger zu schaffen. Und die Argumentation, diese Darlegung, dass das nicht die eigentliche Cashmaschine, das eigentliche Geschäftsmodell des Brokers ist, sondern dass das Geld verwendet wird, um eben eine besonders gute Dienstleistung, theoretisch eine Beratung vielleicht sogar, die wir hier ja immer ausschließen, Eine immer Erreichbarkeit. genau, Service, ne? 24 Stunden Erreichbarkeit. Versuch mal beim Neo-Broker anzurufen. Viel Spaß, kann ich an der Stelle nur sagen. Oder wenn es mal wirklich ein bisschen rappelt, versuch dich mal einzuloggen, habe ich gelesen, gehört. Systemstabilität, auch das war in den GameStop-Hochzeiten ein Problem. Wenn es dafür verwendet wird, ist es auch okay, weil dafür ist es gedacht. Und das ist jetzt das, was sich halt die ESMA nochmal genauer anschauen will, nach dem Motto, kann das sein, dass ein Geschäftsmodell legitim funktioniert, das eine kostenlose Leistung verspricht und im Hintergrund nennenswerte Summen von der einen in die andere Richtung fließen, weil das sind ja keine gemeinnützigen Vereine, diese Broker, sondern die sind da, um Geld zu verdienen. Also ich. Ich hab noch eine kurze Frage, weil ich ja kein Kunde dort bin. Haben die immer noch diese Crack-Auflistung, welche Aktien heute am meisten gekauft werden? Selbstverständlich. Natürlich, Hottest Stuff. Yes. Also ähnlich jetzt wie im Amazon-Einkaufswagen. Kunden, die das kauften, kauften auch. Ne? Natürlich. Und selbstverständlich, ich bin ja nur wirklich auf der Aktienseite unterwegs. Und aber unter jeder Aktie werden mir dann natürlich auch die ganzen Derivate dazu angezeigt. Ne? Also ich habe dann Lieber irgendwie den Rewe und Wert so. und dann sehe ich halt nochmal, dass es da drauf nochmal 60 Zertifikate halt Ja, gibt, ne, verschiedene mit unterschiedlichen Hebel. unterschiedliche Hebel, auch von unterschiedlichen Anbietern übrigens. Und um jetzt die Perversion nochmal in der Vergangenheit perfekt zu machen, du durftest leider nicht die GameStop-Aktie kaufen, aber du hast selbstverständlich Derivate handeln können mit einem Fünferhebel auf die Kursentwicklung von GameStop und zwar auf der Long-Seite. Ja, das war anscheinend nicht verboten. Und da Okay. merkt man natürlich, es ist ein Marktplatz, auf dem Geschäft gemacht werden soll. Die haben an der Stelle auch nicht nur einen Handelsplatz, zwar nur was die Wertpapiere angeht, aber mittlerweile drei oder sogar vier Anbieter für diese Zertifikate, die selber der Herausgeber sind, die selber die Preise für die Zertifikate stellen Genau. und die selber natürlich auch ganz üppige Zuwendungen zahlen für jeden, der über den Neobroker so ein Zertifikat handelt. Und also erster Schritt, Transparenz muss rein, das muss auch einer verstehen. Mein Punkt ist tatsächlich, die Neobroker haben ein Volumen, eine Größe entwickelt, die dem klassischen Börsengeschäft wirklich Liquidität entzieht. Und Liquidität ist für Börse ganz, ganz wichtig. Und insofern, wenn immer weniger Preisfindung im Orderbuch stattfindet, wo sich Käufer und Verkäufer matchen und immer mehr Preise auf gestellten Kauf- und Verkaufskursen eines Market Makers abgehandelt werden, dann ist dieser Marktmechanismus, den wir, glaube ich, alle ganz großartig finden, an der Stelle nicht mehr so mächtig, wie er sein könnte. Und jetzt ist die große Frage, wird damit irgendjemand halt übervorteilt?
Und da gab es in der Meldung von der Börsenzeitung eine, ja, es war sehr blumig umschrieben, man sei sehr, sehr zuverlässig, dass eine Überprüfung der Preisqualität gegenüber dem Handelsplatz Xetra zutage bringen würde, dass die mindestens genauso gut oder besser ist. Und auch das ist eigentlich nur das Befolgen der MiFID-Regeln, die eben das Referenzmarktprinzip festlegt. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, wann handle ich bei so einem Neobroker? Und zwischen 9 Uhr und 17:30 Uhr in deutschen Aktien zu handeln, ist beim Neobroker kein Risiko, in eine ganz große Spread-Falle hineinzulaufen, weil da gilt tatsächlich Xetra als Referenzgröße. Ja, ich zahle immer noch irgendwie indirekt den Spread an den Market Maker, aber ich kriege keinen besseren und keinen schlechteren Kurs. Das kann ganz anders aussehen um 7:45 Uhr oder um 22:30 Uhr, wenn ich beim Neobroker eben mit der Tüte Chips, der Flasche Bier vorm Fernseher und einem Daumen auf dem Handy auch noch traden kann. Und dann ist die Kursqualität natürlich irgendwie eine andere, weil der Referenzmarkt im Zweifelsfall nicht da ist. Da hat auch die Wall Street geschlossen, weil um 22 Uhr ist auch dort die Referenzmarktbindung weg. Und das ist so ein bisschen Wild West. In der Zeit ist es schwierig zu sagen, das ist ein faires Ding, weil der Market Maker muss sich selber absichern gegen Kursrisiken. Er muss sich ja an anderer Stelle wieder eindecken können. Und deshalb nimmt er in dieser Zeit eben einen weiteren Spread. Das gehört zum Spiel. Und ich glaube, wer das Spiel verstanden hat, der kann das hier als positives Fazit mit den Neobrokern wirklich zu sensationell günstigen Konditionen faire Preise bekommen. Viel günstiger, als es Private je in der Geschichte der Börse haben vorher machen können. Für professionelle Händler gab es immer schon gute Lösungen, aber für Private war es immer wahnsinnig teuer. Wir erinnern uns, dass man früher mindestens 20 Mark, ne? Um Gottes Willen, 20 Mark, ja, das sind ja so und so viel Euro. Nein, zahlen musste für ein Börsengeschäft. Und das ist natürlich für kleinere Beträge tödlich. Und insofern die Entwicklung begrüße ich. Und wer die Spielregeln kennt, der kann davon profitieren. Und der tut an der Stelle auch sich nicht da als Geldesel hergeben, um andere zu finanzieren. Das klappt schon, aber man muss es verstanden haben. Jetzt kommt eine ESMA-Überprüfung. Das ist eine Behörde, das ist eine europäische Behörde. Ich befürchte mal, das dauert noch was. Ich weiß gar nicht, ob die einen Plan vorgelegt haben. Ich persönlich rechne in diesem Jahr nicht mehr mit einem Ergebnis. Aber der Prozess ist angestoßen und von daher, das waren Hot News und die Geschäftsmodelle dieser Neobroker. Und es gründen sich permanent noch neue, die ein Stück natürlich von diesem sensationellen neuen Kuchen, der da gebacken worden ist. Über 80% der Anleger bei diesem größten deutschen Neobroker haben vorher noch nie ein Wertpapierdepot besessen. Also es ist wirklich neue Marktschichten, die da auch erschlossen worden sind. Da wollen die alle was von abhaben. Und lohnt sich das noch, Neobroker zu gründen, bei so einem starken Wettbewerb und so einer Unsicherheit, dass dein Geschäftsmodell, was auf diesen Zuwendungen basiert, in Zukunft vielleicht per Regulierung nicht mehr so einträglich ist? Und das wird die Zukunft zeigen. So, ich glaube, viel besser hätte man das überhaupt nicht darstellen können als Ganzes. Weil, also ich glaube, also die Hauptdiskussion, auf die das am Ende hinauslaufen muss, also quasi ist das jetzt förderlich oder hinderlich für die Aktienkultur hier in diesem Land. Weil, also es ist ja erstmal grundsätzlich eine gute Sache, dass mehr Leute ihren Weg an den Kapitalmarkt finden und jetzt auf einmal kommt wieder eine böse Behörde und will das Ganze irgendwie regulieren. Man muss dazu sagen, also das ergibt schon Sinn, weil also ich meine, nach großem amerikanischen Vorbild, es geht ja alles in diese Richtung, dass das halt nicht nur von der Finanzbehörde, sondern vielleicht auch bald mal von der Glücksspielbehörde einmal überprüft werden sollte, einfach nur um festzustellen, also was machen die jungen Leute da? Was ich nämlich auch, also jetzt um das Ganze nochmal quer zu denken, also ein ganz klassisches Tino-Gedankengut, ist, was ich hier spannend fand, ist die Tatsache, also der Zeitpunkt ist natürlich auch ein guter.
Also jetzt auch, es gab ja eigentlich überhaupt keinen Anlass, ne? Also alle machen gute Geschäfte und ich meine, wann kommt so eine Behörde schon mal irgendwie in die Gänge? Und in einem Markt, der so massiv überhebelt ist wie der eigene, und das sagt euch jemand, der ein 20er Hebel Turbo Knockout Zertifikat einfach mal eben so beim T-Broker kaufen konnte, ohne groß irgendwelche Angaben gemacht zu haben, also ob ich jetzt groß qualifiziert bin dafür, ist es natürlich nicht schlecht, jetzt schon mal auf den Weg gebracht zu haben. Also wir haben das wenigstens kontrolliert, dass, wenn das ganze Ding vor die Wand fährt, man sagen kann, wir haben wenigstens irgendwann mal dahin geguckt. Nicht, dass es nachher heißt, so, okay, der ganze Markt implodiert, weil der ist halt einfach gen Himmel gehebelt worden und keiner hat es gekümmert. Und ich glaube, da, also irgendwo dazwischen und wer sich jetzt halt wirklich daran bereichert und ob das halt legitim ist, wie sie es tun, findet jetzt halt diese Überprüfung statt. Und ich bin wirklich mal sehr gespannt, was da rauskommt. Und ob die Strafen dann ungefähr die Größenordnung erreichen, die sie bei Robin Hood dann auch gekriegt haben. So, weil jetzt würde ich sagen, nach 30 Minuten, oder Tino, du wolltest, glaube ich, auch die ganze Zeit noch irgendwie was da Nee, reinrufen. nee, also ich hätte nur noch jetzt gesagt, wenn, also Herr Strelo mit jawohl und das ist gut und wer das versteht, der kann das nutzen und das ist durchaus eine Bereicherung, das Ganze zu nutzen, ja. Bei den ganzen Spread-Geschichten auch an die an die Stop-Kurse denken, wenn nachts dann der Spread aufgemacht wird. Dass man nicht morgens beim Kaffee denkt, hui, schön, ich habe ja immer noch meine Tesla oder so und die ist eben einfach mal über Nacht weggenommen worden oder irgendeine andere Aktie. Also weil eben das System so ist, wie gerade beschrieben, sollte man auch bei den Hard-Stops darauf achten, dass die nicht abgefischt werden. Denn das ist auch so ein altes Spiel, das haben die CFD-Broker schon Alle. angefangen. Und ne, dass man also ganz zufällig und ganz knapp den Stop erwischt, irgendwann 2:30 Uhr, wenn Hongkong gerade handelt. Und dann ist man morgens einfach flat mit einem kleinen Verlust und muss die Position neu eröffnen und neues Spiel, neues Glück. Da wird noch mal mehr gehandelt. Ja, und schon ist wieder ein Euro weg und 5 Euro in dem anderen Täschlein und das Ganze geht von vorne los. Also darauf bitte achten. Sehr gut. Ich steuere den Link für dich bei, Jay, das BaFin-Journal, um jetzt nochmal die deutsche Behörde an der Stelle auch namentlich zu nennen, die nicht nur Unsinn macht, hat im letzten BaFin-Journal einen Artikel zu dem Thema Neobroker auch drin gehabt. Der ist so geschrieben, dass man den seinen Eltern auch vorlegen könnte. Ich glaube, den verlinken wir mal, dass wir mal auch auf die BaFin einen Link setzen, ne, und unsere Seriosität hier unterstreichen. Also wer sich in das Thema einlesen will, das ist locker fluffig geschrieben und zeigt dann doch, wo der Hase im Pfeffer liegt. Sehr, sehr gut. So, Freunde, mit Blick auf die Uhr. Oh Gott, würde ich nämlich sagen, stellen wir direkt der nächsten Herausforderung. Nämlich brandaktuell hat die DSW die neue Vorstandsvergütungsstudie für das Jahr 2021 rausgegeben, sodass wir uns jetzt hier mal angucken könnten, also wer verdient überhaupt was gerade im DAX und anhand von so Vorstandsgehältern lässt sich eigentlich auch immer ganz gut schon erkennen, wie gut beziehungsweise wie gut prognostizieren wir, dass es in der Wirtschaft hier in diesem Land dann weitergehen wird. Und da habe ich jetzt einfach mal also so ein paar Kernaussagen, also vielleicht das Wichtigste, damit ihr selbst, wobei die sehr lesenswert ist, auch die werden wir hier drunter verlinken. Und auch, wie schon gesagt, DSW, auch das ist eine Seite, also jeder, der Aktien besitzt, sollte sich ab und an mal auf der DSW-Seite blicken lassen, was die da so rausgefunden haben für uns. Und da, also quasi das erste wirklich Spannende, was da drin gestanden hat, ist halt quasi, dass die Gehälter tatsächlich gesunken sind. Und da staunt man natürlich im super Corona-Jahr, wo man doch erstmal davon ausgeht, dass das hier alles herrlich nach oben geschossen ist. Im Schnitt verdienten Vorstände 3,4 Millionen und dann halt quasi also als Abkühler dahinter, dann das ist das 48-fache von den Mitarbeitern, die ihnen dann im Schnitt untergeordnet werden. Corona senkte die Boni um 18,9%, was ja aber halt auch, wie schon gesagt, das ist ja alles an Aktienkurse gekoppelt und nach diesem Krisenjahr 2020 ein dementsprechender Abschlag. Aber die Fixvergütungen sind dann nochmal um 1,2% gestiegen. Fast drei Viertel der DAX-Unternehmen verwenden mindestens eine oder sogar alle drei ESG-Kriterien.
Das war tatsächlich eine spannende Information für mich, die ich also auch tatsächlich erwähnenswert finde, ist nämlich, dass das Gehalt der Vorstände in diesem Land tatsächlich daran gekoppelt ist, wie environmental, social und governance-konform die arbeiten. Dass da halt auch wirklich gesagt wird, also wir haben gewisse Probleme hier in diesem Land, auch in unserer Wirtschaftskultur. Und wenn ihr quasi in eurer Arbeit als Vorstand eines riesigen Konzerns ein bisschen darauf achtet, dann wird auch das tatsächlich in Form von eurer Vergütung Erwähnung finden. Dann noch ein anderer Fakt, den ich super spannend gefunden habe, dass weibliche Vorstände tatsächlich im Schnitt eine halbe Million mehr verdienen als männliche. Jetzt muss man aber halt auch dazu sagen, es gibt tatsächlich nur 18% aller Leute in Vorständen sind tatsächlich Frauen. Und nicht-deutsche Vorstände schnappen, die verdienen auch bis zu eine halbe Million mehr. Und aber das wären dann wenigstens schon mal 35%. Und dann, um das Ganze noch ein bisschen detaillierter aufzuziehen, da habe ich jetzt auch noch mal ein paar individuelle rund um Unternehmen, also die, wo es jetzt wirklich spannend wird. Also was ist hier jetzt erwähnenswert? Ist, dass der Spitzenverdiener, also wer hat den größten Schnapp gemacht mit seinem DAX-Konzern, der CEO von Linde gewesen ist, nämlich Stefan Angel, glaube ich, dass man den so anspricht. Falls Sie gerade zugucken, Herr Angel, vielleicht, dann korrigieren Sie mich bitte, schreiben Sie mir oder schicken Sie mir eine Memo bei WhatsApp, damit ich die Aussprache lerne. Also wenn der Stefan Engel heißen würde, würde er nur 13,5 Millionen verdient haben, ne? Oh je. Ja, also mit 14 Millionen Euro, was auf jeden Fall schon mal eine Ansage ist für ein Jahr Arbeit. Wozu man aber auch das nochmal in Relation setzen muss, ich glaube, der Palantir-Chef, der aktuelle, ich glaube, der verdient eine Milliarde im Jahr, ne? Das war doch diese super Schlagzeile Anfang des Jahres. Also nach oben noch sehr viel Luft. Im Schnitt erzielen die Vorstandsvorsitzenden in DAX-Unternehmen 5,4 Millionen Euro, was auch nicht verkehrt ist. Wenn man sich überlegt, auch da hat man halt quasi ein Jahr, das weiß ich, vielleicht monatlich mal in so einer Sitzung gesessen. Dann der große Gewinner, der für uns sehr entscheidenden Sparte, CFO, also Chief Financial Officer, ist James von Moltke für die Deutsche Bank mit 5,9 Millionen. Und der CEO von Bayer gewinnt das Kultigste, was man in Deutschland gewinnen kann, nämlich die Pensionszusagen mit 1,3 Millionen. Und das auch ganz spannend, also auch Teil dieser Diskussion ist also, dass dann auch Herr Tüngler, also der DSW-Chef, dann also dieses Pensionsrückstellungsding, also das ist wohl ein sehr großes Anliegen unter Anlegerschützern, dass die sagen, das wäre überholt. Dass auch gerade ein Konzern, also Vorstandsvorsitzender beziehungsweise auch CEO und CFOs in so einer Position doch wohl in der Lage sein müssten, selbst für ihr Alter vorzusorgen. Und wieso es überhaupt noch so etwas Antiquiertes wie Pensionsrückstellung geben, die zu sehr großer Intransparenz führen, was übrigens auch stimmt, muss man ja auch dazu sagen. Plus Langlebigkeitsrisiko, da kommt ja vieles zusammen. So, anhand von ist, war da irgendwas dabei, was euch jetzt richtig geschockt hat? Wie zum Beispiel, dass nicht mehr der Volkswagen-Chef das meiste Geld schnappt. Mich hat Folgendes geschockt, dass du völlig die gute Seite vergessen hast. Was ist daran? Wenn das Durchschnittsgehalt dieser Leute 5,4 Millionen Euro Gehalt beträgt, ja, ohne Pensionszusagen etc. Nee, der doch, das ist schon alles mit drin. Also. Okay, aber 5,4, sagen wir einfach mal, das wäre wirklich brutto. Dann zahlen die ja 2,7 Millionen Steuern. Als ob die Steuern zahlen würden. Na, Moment, Moment. Erstens wissen wir das nicht, deswegen wäre das eine Spekulation. Und zum anderen sollte man das aber unbedingt mit erwähnen, weil ja immer, wenn man solche Zahlen so framet, dann denkt jetzt der normale Otto, der auf der Straße rumläuft, ach du Scheiße, 5 Millionen, die hätte ich aber auch mal gern. Aber das sind sie natürlich nicht. Es sind natürlich immer noch fließen da eine Menge ab, was übrigens auch die Erklärung dafür ist, dass die wirklich richtig Asche machen hier in diesem Land, auch die meisten Steuern bezahlen, sprich den höchsten Anteil am Steueraufkommen haben. Das wird in der aktuellen Neid- und politisch korrekten Diskussion immer gerne vergessen. Ja, ich gehe davon aus, dass diese Menschen intelligent sind, um ihre Steuerquote und Last zu senken.
Aber sie werden schon einiges abführen an den Herrn Scholz, auf den wir später dann noch kommen. Heißt das? Ja, der heißt so, ne? Ja. Ja, immer noch. Ich kenne mich ja gar nicht aus. Also, das wollte ich. Sparbuch Olaf einfach. Ja, Olaf, ja. Olaf, genau, so sagen wir das. Das sollte man ja auch mal erwähnen. Und allerdings auch keine Quelle, ungestützt, einfach nur gemerkt: DAX-Vorstände verdienen im Vergleich zu amerikanischen oder englischen Vorständen, die ja einen ähnlichen Job und auch nur 24 Stunden am Tag wach sein können, verdienen erheblich, also mit Abstand sehr viel weniger als diese genannten im angelsächsischen und amerikanischen Raum. Dazu hätte ich Zahlen, die auf der letzten Seite des Tabellenbandes der Studie aufgeführt sind. Der durchschnittliche Vorstandsvorsitzende eines Dow Jones Unternehmens verdient 20 Millionen Euro. So. Ja, zu den 5,4 halt beim deutschen Unternehmen. Schweiz muss sich auch noch lohnen, da kriegst du im Durchschnitt 6 Millionen als Vorstandsvorsitzender, im Eurostock sind es ja knappe 5 und im CAC 40, also bei den Franzosen, sind es nur 4,5 Millionen Euro, die man da bekommt. Wahrscheinlich kriegt man da aber einen Rotwein-Flatrate irgendwie in der Kantine oder sowas. Und in der Schweiz ist der Kaffee so viel teurer, dass sich diese 1 Million definitiv überhaupt nicht lohnt. Also das Kaufkraft bereinigt, genau, ja, sind die eigentlich arm dran. Also eine Runde Mitleid an dieser Stelle für die Schweizer. Ja, man da aber auch sagen muss, wenn ich in der Schweiz bin, ich denke, alle Reichen ziehen ins Kanton Zug und die zahlen dann auch die Steuern nicht mehr. Also dann hast du die Sorgen schon mal nicht. Ja, also wilder Mix, ne? Und das ist halt wirklich diese Gesamtvergütung, und das arbeitet diese Studie halt heraus, besteht halt aus so drei Komponenten. Das eine ist die Fixvergütung, und das ist ja das Fixgehalt, mit dem kann man sozusagen planen. Und das macht bei einem DAX-Vorstand an der Stelle gerade mal, also Vorstandsvorsitzender, gerade mal 1,58 Millionen aus, ja, von den 5,4, die es am Ende werden. Und dann ist die andere Komponente, und ich glaube, die finden wir auch alle gut, ist eben erfolgsabhängige Komponenten. Und das sind halt in kurz- und in langfristigen diese variablen Vergütungen. Und da hat es in den letzten Jahren eine Verschiebung gegeben, dass immer mehr die langfristige variable Vergütung drin ist, damit eben nicht mehr solche Dinge passieren, die in den USA ja auch wirklich zu Skandalen geführt haben, dass nur auf die Quartalszahlen geschaut wird. Weil auch Geschäfte sind zyklisch, Umsätze sind zyklisch, Gewinnphasen sind zyklisch. Und als amerikanisches Unternehmen musst du vierteljährlich Zahlen liefern. Und wenn die Zahlen irgendwie nicht schön genug sind und die Dividende eventuell sogar gekürzt werden müsste, dann ist die Hölle ausgebrochen. Und wer immer nur seinen sehr, sehr kurzfristigen Erfolgszielen hinterherläuft. Ich meine, auch so ein Vorstandsvorsitzender will natürlich seinen Vertrag verlängert haben und weitere 5 Jahre gutes Geld verdienen. Aber die denken oftmals tatsächlich nur kurzfristig und nicht langfristig. Ein Phänomen, was wir in der Politik, und da sind wir jetzt wieder bei den Wetterkapriolen in Nordrhein-Westfalen, was wir bei der Politik ja auch immer sagen, ja, wenn ich bloß für 4 Jahre gewählt werde, warum soll ich dann das Rentenproblem lösen? Ne, da bin ich doch schon dreimal durch und meine Pensionen sind sicher, dass ich eben auch den großen Herausforderungen gestellt wird. Konzernumbau, das ganze Thema Digitalisierung und Ähnliches, das sind ja Mammutprogramme, da kann ich nicht mal eben mit 2, 3 Bilanztricks rangehen. Und insofern sollen die eben, und die Entwicklung ist da, auf langfristigen Erfolg gedrillt werden. Und insofern bekommen die oftmals als Bestandteil diese langfristigen variablen Vergütungen für Leistungen, die sie vor Jahren gemacht haben. Aber die müssen sich eben auch bewahrheitet haben, müssen eingetreten sein. Und das ist wiederum eine gute Entwicklung. Und nur so eben als Lücke, Fixgehalt 1,58 Millionen, unterm Strich aber 5,4 Millionen. Und das sind eben diese kurz- und langfristigen Vergütungssachen. Dazu gehört sowas wie diese üppigen Pensionszahlungen. Man sollte meinen, die sollten selber einen ETF-Sparplan hinbekommen. Aber offensichtlich geht das ja in Pensionskassen viel, viel leichter. Und natürlich sind da Zuwendungen drin im Sinne von Dienstwagen, Chauffeur,
Wohnung. Privatflüge, Wohnung am Dienstsitz im Zweifelsfalle, auch mit entsprechender Sicherheitstechnik und Personenschutz auch. Wir wissen auch schon, dass der ein oder andere Bankvorstand in die Luft gesprengt worden ist. Das ist kein schönes Kapitel in der deutschen Geschichte. Da fahre ich in Düsseldorf leider immer an einer Stelle auch vorbei, wo der Herr Herrhausen sein Ende gefunden hatte. Das sind alles Sachen, die zählen da auch mit rein. Insofern ist das nicht, ich nehme die 5,4 Millionen, teile die durch 12 und weiß, wie dem sein Kontoauszug aussieht. So einfach ist es nicht. Ja, sehr gut. So, aber einfach nur, also ne, sind natürlich alles sehr schwer wertvolle Erkenntnisse, aber am Ende muss man ja so viel erstmal verdienen. Was ich jetzt nochmal spannend finde, ist, wollt ihr denn nochmal raten, wer die, sagen wir mal, Top 5 durchschnittliche Gesamtvergütung in 2020 inklusive Vorstandsvorsitzender im DAX im Vergleich, aber den Preis noch nicht. Wer hat die durchschnittliche Gesamtvergütung gewonnen? Die Top 5. Wollt ihr das mal raten? Im DAX. Im DAX. Daimler. Also Stephen Angel von Linde war ja irgendwie ganz weit vorne, aber ich meine, Der war individuell. Also quasi jetzt Durchschnitt durch alle, also durch den kompletten Vorstand inklusive Vorstandsvorsitzender. nach Company jetzt sozusagen. Nach Company, ja. Ja. Daimler. Na, damit, das müssten ja irgendwelche sein, die kürzlich an die Börse gegangen sind und die ihre Vorstände auch an diesem Erfolg per Aktienoptionen wahrscheinlich teilhaben lassen. Ja, ich Gehen drehe. die rein? Ich glaube, nee, wir reden doch nur von der Vergütung und nicht von den Optionen, die irgendwann in 2 Jahren fällig werden. Spielt am Ende alles mit rein? Naja, aber dann glaube ich, kommen wir nicht zu einem Ergebnis, weil das ist Mutmaßung. Ja, aber ich glaube, ich habe irgendwie einen Namen gelesen gehabt, den du nämlich auf deiner Folie, die ich vorher nicht kannte, nicht drauf hattest. Und ich weiß gar nicht, ob es HelloFresh war. Ach ja. Es ist tatsächlich Delivery Hero. Ah. Delivery Hero, die andere Bude, von der ich Und nicht weiß, wie man damit Geld verdienen kann, ja. können wir den Aktienkurs dazu einblenden, bitte? Ja, dann aber tatsächlich gefolgt von Linde, Volkswagen, Fresenius, Deutsche Post. Also wenn Okay. ihr es da in den Vorstand schafft, dann wird es euch nicht schlecht gehen. Das ist quasi der Take-Home meinerseits an euch. Also wenn ihr gerade auf der Suche nach Vorstandsposten seid, dann Ja. Daimler, Tino, bemühe dich gar nicht erst, auch wenn du Ja. das Angebot wahrscheinlich schon auf dem Tisch hast. Aber dann würde ich sagen, ich warte noch bis Delivery Hero, wobei vielleicht auch nicht Delivery Hero, wer weiß, ob das in 2 Jahren immer noch so ist. Ich würde Sunrise würde ich nehmen. Diese Parfüm, diese Fragrance. Duft und Aromenhersteller, Ja, ja. in Hof Geismar in Nordhessen, die würde ich nehmen. Auch Ja. ein Kandidat für den Aufstieg in den DAX im September. Ja, du Oh. riechst so gut, hat Rammstein dazu getextet. Ja, Aber schmutziger gesungen, als du es gerade gesagt hast. ich halte mich zurück. Immer noch eine seriöse Börsensendung. Ab und zu. Munkelt man so. Ja, also sonst, also, ne, also bestimmt ganz interessante Studie. Also jeder, der sich, wir verlinken das hier drunter. Also wenn man das irgendwie im Detail, kann man das auch nochmal, also wer verdient wie viel, Vorstände dann nochmal schön aufgeschlüsselt, nach Männern, nach Frauen, wo kommen die überhaupt her? Wie viel verdient der CFO? Also diese ganzen wichtigen Positionen und so haben die da auch alles rausgearbeitet. Und also ich glaube, der grundsätzliche Indikator bei diesen ganzen Geschichten ist ja eigentlich immer, also wenn es dem CEO gut geht und der ist glücklich, dann führt er hoffentlich auch die Firma, die er da leitet, in eine bessere Zukunft. Diese Kausalität würde ich nicht unterschreiben. Ja, das ist schön, aber nein. Das sind getrennte Dinge. Aber am Ende muss ich an der Stelle natürlich sagen, wenn es wirklich das Werk eines gut funktionierenden Vorstands, reden wir nicht nur von Einzelpersonen, sondern von dem Organvorstand insgesamt, ist, dass die richtigen Entscheidungen treffen, dass die gute Akquisitionen machen, dass die Marktentwicklungen im frühen Stadium antizipieren und so weiter. Und wenn die einen Mehrwert für das Unternehmen schaffen, der sich im Börsenkurs niederschlägt und wir als Aktionäre davon profitieren können, dann sollen die dafür auch anständig entlohnt werden. Da habe ich kein Problem, das, was abgegeben wird. Ja, das
problematisch wird es an der Stelle natürlich irgendwie. Das ist so eine Bonusdiskussion ja generell bei der Deutschen Bank in den letzten Jahren immer gewesen. Mehrere Jahre hintereinander Verluste produziert, aber Bonis rausgehauen, auch an die Mitarbeiter in allen möglichen Ebenen, noch und nöcher, mit dem Argument, wenn wir die Boni nicht zahlen, dann laufen uns ja die Mitarbeiter weg, gehen vielleicht zur Konkurrenz und das ist dann tatsächlich unser Niedergang. Das finde ich schwierig. Erfolg und dass der auch entsprechend geteilt wird, finde ich in Ordnung. Bei Misserfolg muss man aber auch mal kleinere Brötchen backen können. Gut, das ist ja das leistungsbezogene Ende. Dann vergüte die dann einfach alle in Unternehmensanteilen und dann haben sie ja quasi die Motivation direkt bei sich im Depot liegen. Und also ich meine, jetzt auch, ich meine, auch gerade im deutschsprachigen Raum, ne? Also ich meine, im Endeffekt, du wirst für die Werte, die du schaffst, dafür wirst du entlohnt. Und wenn du halt zu den 30 wertvollsten Unternehmen in diesem Land gehörst, dann schaffst du natürlich unendliche Werte. Und wie Tino schon sagt, also der ganze Bums hier, der wird finanziert von, also nicht nur diesen Leuten explizit, sondern auch den Firmen dahinter. Und also das ist ja, das ist wie wenn die Leute sagen, so ja, die Merkel macht einen schlechten Job, weißt du, wo ich mir denke, das ist diesen Job zu haben, diese Verantwortung zu tragen, diese Hölle, die jeder Tag sein muss. Und das ist da ja das Gleiche. Also du hast das ganze Land konsequent auf deinen Schultern und ich meine, die Kohle wirst du sowieso nicht ausgeben können, weil die werden wahrscheinlich auch, wie auch gerade schon erwähnt, die haben ja gar keine Kosten eigentlich. Also da wird ja alles vom Unternehmen bezahlt. Und dann soll er halt nachher, also jetzt keine Kreuzfahrt machen, das ist schlecht für die Umwelt, aber dann soll er halt irgendwie schön in Urlaub fahren können, nachdem er über lange Strecken, also wirklich wahrscheinlich gar nicht. Gibt es auch ein tolles Buch, so das, als Büchertipp, Johann Holtrop, das könnt ihr mal lesen. Das beschreibt von, also in leicht abgewandelter Form die Geschichte von Thomas Middelhoff und halt quasi, wie der damals, also auch. Also mit Medikamenten aufstehen, mit Medikamenten ins Bett gehen, einfach nur um überhaupt irgendwie, du darfst nicht mehr krank sein, du darfst nicht mehr schlafen, du darfst nie Schwäche zeigen, alle sägen an deinem Stuhl und das ist kein schönes Leben. Und das wird jetzt natürlich in so einer Studie dann, wie Tino schon sagte, wenn ich die 6 Millionen schießen würde. Aber ne, dafür zahlst du halt auch mit allem, was dir so lieb ist, inklusive deinem Schlaf. Und vor dem Hintergrund, also jetzt hier in Deutschland ist das übrigens auch alles noch sehr moderat. Also wenn wir uns angelsächsischen Raum angucken, dann ist das alles noch furchtbarer. Und denen soll es allen gut gehen. Und wie schon gesagt, am Ende, wenn die lange genug im Amt bleiben, müssen die Kohle eh spenden, weil loswerden die auch nicht mehr. Also das vielleicht als meine Perspektive auf so eine Studie. So. Freunde, und jetzt kommen wir aber zu was mir persönlich, wo das Ganze jetzt nochmal in eine andere Richtung umschlägt. Nämlich, es gibt nämlich in dieser Welt auch nochmal ein Ende, was mich persönlich belastet. Und das ist jetzt quasi der nächste Punkt auf unserer Agenda. Und zwar, worüber ich jetzt gerne mit euch sprechen würde, ist dieser, also Cum-Ex-Skandal. Da kommen wir gleich zu. Und dann quasi, wie komme ich jetzt überhaupt darauf, also jetzt nach so vielen Jahren auf einmal wieder dieses Cum-Ex auf die Liste zu setzen, ist, da ist was ganz Spannendes passiert, nämlich den alten Hanno hat es erwischt. Wer der alte Hanno ist und wieso ich wahnsinnig werde, wenn ich an diesen Mann denke, habe ich gleich eine Folie zu, aber ich würde ganz gerne starten in diesem Drama in drei Akten. Also ich werde euch jetzt mit in die tiefsten Tiefen des Hades der Finanzwelt nehmen, um danach explizit direkte Anschuldigungen an Hanno Berger zu erheben und habe dann aber noch ein leichtes Ende, ein seichtes Ende für euch beide, damit wir hier mit Spiel und Spaß dieses Thema auch wieder verlassen. Und zwar würde ich nämlich ganz gerne anfangen mit, also wieso sollte das überhaupt irgendjemand interessieren, Cum-Ex? Weil Cum-Ex ist halt auch eine von diesen spannenden Geschichten. Also die Leute haben irgendwie mitbekommen, das gibt es und die wissen halt auch irgendwie, das war, glaube ich, nicht gut. Aber von der Idee her können die wenigsten Leute irgendwas damit anfangen. Also das ist halt einfach einer von diesen wirklich astronomischen Verbrechen, die du einfach begehen kannst, weil niemand versteht, was du da tust. Und also, worüber sprechen wir hier? Und wieso macht mich das so traurig? Also dieses Cum-Ex, und also das ist nur ein Teil, zu Cum-Cum kommen wir später auch noch, ist also, wir sprechen von dem größten Steuerraub der deutschen Geschichte.
Und das will was heißen. Also ich meine, deutsche Geschichte ist lang und noch nie hat irgendjemand es geschafft, so viel Steuern. Und das Wichtige, du musst immer verstehen, bei Steuern, das ist dein gottverdammtes Geld. Du bist dafür malochen gegangen. Olaf Scholz zieht dir 25% Steuern von deinen verkauften Aktien ab. Mit der ganzen Kohle, weißt du, sollten die eigentlich wirtschaften. Und jetzt schon mal ein lockerer Swing. Die sollten damit Kindergärten bauen. Und diese Kohle wird jetzt entwendet von Leuten wie Hanno Berger. Und das Mieseste an dieser ganzen Geschichte ist, also erstmal haben die es geschafft, 55 Milliarden Euro zu entwenden. Das muss man sich überlegen. Das sind fast zwei Griechenland-Rettungen, die Privatwirtschaft aus dem System gezogen haben. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, europaweites Phänomen, wenigstens sind wir alle irgendwie gleich betreffen. Mehr als die Hälfte davon haben wir hier in Deutschland bezahlt. Also selbst hier waren wir schon wieder die Doofen, die halt quasi aus der Steuerkasse diesen Spaß halt irgendwie finanziert haben. So, was ist da passiert? Also das ist eine Zusammenarbeit extrem gerissener Finanzmarktakteure mit sehr wohlhabenden Menschen, die gemeinsam unter dem Vorwand einer Gesetzeslücke Steuerrückerstattung erschlichen haben. Also das Tolle hier, also das ist ja auch also so ein Problem, was man also theoretisch wirklich mal ansprechen könnte, ist also quasi Juristerei. Und jetzt sagen die, okay, also gutes Beispiel dafür ist, wenn du aufschreibst, du sollst niemanden totschlagen. Dann würde der Jurist dir halt sagen, da steht aber nicht, du sollst niemanden totschlagen, wenn du eine rote Hose trägst und dann schlägt der einfach jemanden tot. Und quasi ungefähr auf dieser Argumentationskette finden die jetzt im deutschen Steuergesetz einen Weg, dieses Geld zu erschleichen. Also auf wirklich den allerfiesesten Wegen, die man sich überhaupt dann überlegen kann. Und das Lustige bei dieser ganzen Geschichte ist, dass es halt im Nachhinein, also so falsch das auch ist, und wir kommen gleich nochmal uns anzugucken, wie explizit falsch das gewesen ist, dass da wirklich überhaupt kein Zweifel besteht, dass es moralisch verwerflich ist, was da passiert ist. Diese Leute sich immer darauf beziehen werden zu sagen, so ja, ihr habt aber nicht explizit ausgeschlossen, dass ich einfach in eure Staatskasse greife. Und weil ich das dann nicht reingeschrieben habe, haben wir es halt gemacht. Rechtlich ist das total in Ordnung. Und dann ist es halt quasi, und also wie am Arsch wir auch mit dieser ganzen Geschichte sind. Und auch das muss man sich vor Augen führen, weil also das sind nicht nur irgendwelche gemeinen Bankiers und ein paar Privatleute, die da sich irgendwie die Taschen voll gemacht haben. Das ist verflochten mit der Politik, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und aktuell, also jetzt gerade wird das aufgestockt, aber über lange Strecken, und das läuft also seit den 90er Jahren, dieser Skandal, gab es 55 Ermittler, also 55 Strafbeauftragte, die sich um 1000 Beschuldigte kümmern sollten. Und es geht übrigens darauf, darauf, dass Herr Reul nicht bereit gewesen ist, als Innenminister von NRW da mal ein paar Stellen auszuschreiben, weil er gesagt hat, ja, ich glaube, so eine große Geschichte ist das überhaupt nicht. Und wir sprechen, wie schon gesagt, immer noch über 55 Milliarden. Aber NRW kann es sich allem anscheinend erlauben. Und das Lustige ist halt quasi, dass dieses ganze Cum-Ex-Ding, diese Dimension niemals hätte erreichen können, wenn nicht ein Herrscher von Juristen am laufenden Band irgendwelche Gutachten erstellt, zusammen mit irgendwelchen Professoren, die auch belegt haben, es ist total in Ordnung, den Staat einfach zweimal abzukassieren, weil nirgendwo steht, es ist nicht verboten, den Staat zweimal abzukassieren. Wenn ich eine Position meiner Steuererklärung verwiese, komme ich sofort ins Gefängnis. Aber hey, wenn du die richtigen Juristen hast, geht das total klar. Und dann habe ich jetzt noch drei Absurditäten für euch, dann kommen wir zu Hanno Berger. Nämlich, also die Perversion, die das annimmt, ist zum einen Eckhard Seitz. Dieser Mann ist halt mehr oder weniger der Haupt-Whistleblower in dieser ganzen Cum-Ex-Geschichte gewesen. Der steht jetzt gerade in der Schweiz für Industriespionage vor Gericht. Also halt quasi der eine, der uns überhaupt gezeigt hat, wo wir da stehen, das ist einer von wenigen, die gerade überhaupt verknackt werden von den 1000, über die wir hier sprechen. Dann, und das ist auch ein absolutes Highlight, das Bundeszentralamt für Steuern. Das ist eine Einrichtung, die halt quasi alle Daten, die wir benötigt hätten, um Cum-Ex viel, viel früher aufzuklären, immer besessen haben. Die haben akribisch Buch darüber geführt. Nur haben die das nie weitergeleitet, obwohl mehrfach gefragt wurde an die Behörden, die in diesem Fall gerade ermittelt haben. Und wo wir stehen mit dieser ganzen Geschichte, um die Aktualität noch mal ein bisschen darzulegen, ist das zweite Corona-Steuerhilfsgesetz. Wo man jetzt sagt, das ist bestimmt eine gute Sache, weil auch gerade in Corona-Zeiten brauchen die Leute wahrscheinlich in irgendeiner Form Steuerhilfe. Und irgendwie hat irgendjemand es geschafft, in dieses Gesetz von allerhöchster Stelle, Bundesregierung, eine Passage reinzuschreiben, wo drin steht, dass Verbrechen dieser Art zukünftig auch nach der Verjährungsfrist noch verfolgt werden können, aber
alles, was vor diesem Gesetz passiert ist, also diese ganze Cum-Ex-Geschichte, nicht mehr strafverfolgt werden kann. Also selbst in diesem Gesetz haben diese Leute, die dieses Verbrechen begangen haben, es noch irgendwie geschafft, eine Passage reinzuschreiben, die sie straffrei spricht. Also das mal ungefähr, wie scheiße das alles ist. Und dann habe ich hier dieses wunderschöne Bild vom alten Hanno mal mitgebracht, damit ihr also über wen wir hier sprechen. Also dieser feiste, gemeine Mann, auf den dieses herrliche Zitat zurückgeht. Wer sich nicht damit identifizieren kann, dass in Deutschland weniger Kindergärten gebaut werden, weil wir solche Geschäfte machen, der ist hier falsch. Und ich denke mir Folgendes. Um ganz ehrlich zu sein, ich meine, ich zahle meine Steuern. Ungerne, aber ich zahle die. Und ich zahle nicht zu knapp, auch gerade Kapitalertragssteuer. Und wenn ich mir dann überlege, dass aus dieser Kapitalertragssteuer, die mir abgeschöpft wird, solche Leute halt quasi dann auch noch Gewinn daraus schlagen, dieses ganze Land halt quasi sowieso schon nicht intakt ist, also so viel Geld, wie der da rausgezogen hat, das kann Andi Scheuer nicht mehr mit schlechten Projekten in irgendeiner Form verbrennen. Und vor dem Hintergrund denke ich mir, weißt du, der Typ, der dann halt auch quasi, nachdem er vor Gericht vorgeladen wurde, irgendwann bestimmt auch Karlsruhe, dann erstmal gesagt hat, so, ich hab die Vorladung nicht bekommen, Premium-Move, um dann, nachdem er sie bekommen hat, zu sagen, aus gesundheitlichen Gründen kann ich nicht kommen, was auch immer ein super Indikator dafür ist, dass der halt einfach nicht bereit ist zu kommen. Übrigens versteckte sich in der Schweiz die ganze Zeit. Und da kommt jetzt zum ersten Mal seit dieses ganze Ding in den 20 Jahren, wo es läuft, ein bisschen süße Gerechtigkeit und es ist lange nicht genug da rein, dass die Schweiz jetzt endlich bereit ist, Hanno Berger auszuliefern, damit er zumindest hier in diesem Land Rechenschaft dafür ablegen kann, dass er es wirklich geschafft hat. Also ich glaube, allein auf ihn gehen halt dreistellige Millionenbeträge zurück, die dieser Mann explizit den deutschen Staat erleichtert hat. Also unglaubliche Sache. Und das Wie, also dass das überhaupt möglich gewesen ist, das würde ich nämlich jetzt mit euch beiden, weil ich habe ja gesagt, das Ganze endet luftig leicht, nachspielen, weil ich habe nämlich was gebaut, wo ich jetzt gerne euer Cum-Ex-Wissen testen möchte. Und zwar, ich habe diese wunderbare Grafik hier gebaut und jetzt würde ich gerne mal gucken, ob ihr beide in der Lage seid, anhand mit den Dingen, die ich euch mitgebracht habe, ein Cum-Ex-Geschäft nachzuspielen. Und darüber hinaus in dieser gelben Box, da bekommt ihr alles Handwerkszeug, was ihr verwenden dürft, ist der Tino mit dem Hamburger, das ist der amerikanische Tino, den brauchen wir dann im zweiten Teil dieses Spiels, wo wir ein Cum-Cum-Geschäft nachbauen. So, Freunde, wie fit seid ihr in der Cum-Ex-Thematik? Wir werden uns maßlos blamieren. Ja, also. Man muss aber dazu sagen, also ich meine, das ist halt so unendlich komplex und ich verfolge das halt wirklich schon seit 10 Jahren, weil mir das keine Ruhe, aber habt ihr wahrscheinlich gemerkt, an meinem emotionalen Ausbruch jetzt gerade. Also ich bin da drin, aber einfach nur, um auch den Zuschauern mal zu zeigen, also wie komplex das überhaupt ist, worüber wir hier sprechen und wieso die es überhaupt geschafft haben, so unendlich viel Geld da rauszuziehen, ist es überhaupt nichts Verwerfliches und ich bin auch hier, also versucht es einfach mal. Also mein einziger Bezugspunkt zu diesem Thema ist mein Steuerbüro, was in Hamburg sich befindet seit vielen Jahren. Und wir haben dort mal locker geplaudert, weil eine Hamburger Privatbank an diesen Geschäften beteiligt war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie heißt. Wenn ich es wüsste, würde ich es wahrscheinlich gerade gar nicht sagen. Ich weiß es und ich weiß, wer Bürgermeister von Hamburg war und den Chef der Privatbank empfangen hat und sich nicht mehr erinnern kann. So, und das wollte ich auch gerade sagen. Und das Nächste, was mir dort auch mein Steuerfreund erzählt hat, war, dass da noch jemand anderes beteiligt war, der dann auch große Karriere in der Politik gemacht hat. Bis heute. Und mehr Berührung hatte ich nicht. Ich habe es irgendwann mal gelesen, wie es funktioniert. Ich habe es in dem Moment des Lesens verstanden und 5 Sekunden später schon wieder vergessen. Es ist wirklich kompliziert. Wahrscheinlich ist es einfach, wenn man es dann weiß, wie es geht. Und ich müsste jetzt raten. Also ich krieg's mit den Symbolen irgendwie nicht zusammen. Also ich wäre ja irgendwie gerne der Besitzer von Aktien, weil dann bekomme ich ja die Dividende nämlich ausgezahlt. Und zwar muss ich dafür ja die Aktien am Tag der Dividendenzahlung besitzen, beziehungsweise am sogenannten Ex-Tag muss ich sie halt besitzen. Dann bekomme ich die. Und das Problem ist natürlich, wenn ich die jemanden aber anders verleihe, die Aktien,
Das heißt, dann bin ich ja gar nicht der Besitzer, dann bekommt der die vielleicht. Und wenn der im Ausland sitzt, dann bekommt der vielleicht ja auch noch die Steuern auf die Dividende wieder erstattet. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich das mit einem Hamburger, einer Kuh und einem Bündel Dollarnoten darstellen soll. Also ich bin JJ, auch. mach mal die Anleitung für das Spiel, Ja, bitte. genau. Also, hier seht ihr meine Maus. Das ist die Bank, ja? Das ist die Also, Bank. das ist das Unternehmen. Ah, das Unternehmen. Das Unternehmen schüttet eine Dividende aus. Okay. So, diese Dividende wird jetzt versteuert beim Staat. Und der Ja. als Kuh, die nachher gemolken wird, wird auch als Kuh dargestellt. So, also zu diesem Zeitpunkt, Dividende wird ausgeschüttet, 25% Kapitalertragssteuer wird abgeführt. So, und jetzt haben wir hier unten drei findige Unternehmer. Findiger Unternehmer 1, Herr Strelo, besitzt tatsächlich die Aktien des Unternehmens und hat somit nicht nur die Aktie, sondern auch einen Anspruch auf die Dividende. Findiger Unternehmer Nummer 2, Tino, der ja für sein derivatives Geschick bekannt ist, macht jetzt Folgendes, dass er die Aktie des Unternehmens leer verkauft, und zwar an den findigen Unternehmer Nummer 3. Was jetzt der Kniff an dieser Geschichte ist, ist, dass dadurch, dass ich die Aktien theoretisch eingebucht bekomme, ich bekomme sie von Tino, Tino sie aber halt quasi noch gar nicht besorgt hat, habe ich den Anspruch, also die quasi Aktie inklusive den Anspruch auf die Steuerrückerstattung von Tino bekommen, ohne dass Tino die Aktie besessen hat. So, jetzt wird da halt quasi die Steuer zurückerstattet. Das heißt quasi hier mit diesem pinken Beleg, mit dem wir halt quasi unsere Steuerrückerstattung vom deutschen Staat bekommen, kann Herr Strelo das einmal geltend machen, weil der besitzt ja tatsächlich die Aktien. Und nach geltendem Gesetz kann ich mit den Aktien, die ich im Leerverkauf bekommen habe, auch die gleiche Steuerrückerstattung geltend machen. Das heißt also, hier haben wir jetzt diese Steuerrückerstattung zweimal, obwohl die Aktien noch gar nicht den Besitzer gewechselt haben. So, jetzt geht die Dividende raus. Das heißt also quasi, der Aktienkurs senkt sich ab in der Höhe der Dividende. Und halt quasi zu diesem vergünstigsten Kurs kauft Tino jetzt halt einfach von Herrn Strelo die Aktien ab, liefert die an mich durch. Das heißt also quasi, jetzt hier ist halt quasi zusammen mit einer Prämie, also halt quasi, dann muss er mir natürlich auffangen, dass halt quasi was an Dividende rausgegangen ist. Dass jetzt quasi das ganze Rad halt einfach einmal geschlossen wurde. Herr Strelo hat sie besessen, Tino verkauft sie mir leer. Ich kaufe sie leer, Tino besorgt sie von Herrn Strelo und gibt sie mir. Und dann halt quasi am Ex-Day, also Cum-Day ist halt quasi vor der Dividendenzahlung, Ex-Day ist halt ja nach der Dividendenzahlung, ist jetzt halt quasi einfach dieses Rad einmal gedreht worden. Das heißt also quasi, die Aktien, immer die gleiche Aktie gewesen, die Herr Strelo besessen hat, hat halt nur einfach einmal die große Runde gefahren im Zuge dieses Leerverkaufes. Und am Ende des Leerverkaufes haben wir jetzt aber halt quasi zweimal den Anspruch auf Steuerrückerstattung mit dem gleichen Satz Aktien. Und jetzt, und da könnte man natürlich noch sagen, okay, ja, klingt kompliziert, aber ist ja noch nicht strafbar, wird es halt, also nach meiner Auffassung der Situation, insofern strafbar, als dass wir zu dritt uns jetzt absprechen und uns die Beute aufteilen. Also dass wir halt einfach sagen, also quasi die extra Steuerrückerstattung, die wir bekommen haben, teilen wir durch drei und spätestens hier will man noch meinen, handelt es sich um ein Verbrechen. Und Hanno Berger sieht das aber nicht so. Der sagt, es ist nicht explizit ausgeschlossen in der Steuer, dass wir das tun. Und dementsprechend ist das ein mehr als legales Geschäft. Und so quasi rechnen wir halt quasi einfach die Steuerrückerstattung doppelt ab und teilen uns am Ende die Beute. Ein perfider Plan. Ja. Und dann, wenn wir schon dabei sind, das Cum-Cum-Geschäft würde halt folgendermaßen ablaufen, dass Tino als findiger Unternehmer in Amerika keine Lust hat, in Amerika Steuern zu bezahlen. Das heißt also, kurz vorm Dividendenstichtag überträgt er die Aktien rüber zu mir nach Deutschland, wo ich die Aktien dann besitze. Dann kriege ich die Dividende hier in Deutschland ausbezahlt, inklusive der Steuerrückerstattung. Und am Ende gebe ich zu Tino zurück nach Amerika, wo er dann halt faktisch keine Steuer mehr darauf zahlt. Und die Steuerersparnis teilen wir uns auch wieder auf. Und diese Cum-Cum-Geschäfte gingen sogar, glaube ich, noch bis 2016 oder 2018 weiter. Das ist ja das Schlimme daran. Es wurde ja erkannt, dass das definitiv eine Lücke ist, dass das ein Fehler, ein Webfehler sozusagen im ganzen System ist. Und es war auch der Politik bekannt. Und das war, glaube ich, der Finanzminister, der sich mit seinen Armen durch die Welt bewegt. Hat man einfach nicht geschlossen. Man ist das Thema nicht angegangen und hat jährlich Milliarden verloren.
Und das ist für mich nochmal der eigentliche Skandal. Also, dass irgendwie in diesem komplizierten Steuerrecht Regelungen existieren, die halt irgendwie nicht jede Perversion des Marktes irgendwie durchdacht haben, okay. Aber wenn eine Lücke auffällt, dann muss sie halt auch schnellstmöglich geschlossen werden. Und das hat man hier sträflich versäumt, trotz diverser Hinweise. Ja, und das muss der Hanno jetzt ausbaden, als einziger irgendwie, weil ich meine, da sind ja viele prominente Namen mit unterwegs gewesen. Nicht nur die Privatbank in Hamburg, sondern eben auch andere größere Unternehmerpersönlichkeiten, die im Versicherungsgeschäft auch viel unterwegs waren. Also die haben diese Deals ja dem ganzen vermögenden Neureichentum dieser Republik auch angeboten und die haben die auch üppig in Anspruch genommen. Und ich weiß, dass der ein oder andere sich da jetzt auf ja mehr oder weniger freiwillige Ausgleichszahlungen halt verglichen hat, weil es dann doch irgendwie als falsch erkannt worden ist. Aber der eigentliche Fehler in meinen Augen ist natürlich neben dem moralischen Aspekt, wir wissen ja nicht alles, was legal ist, ist auch legitim, ist einfach, dass die Politik an der Stelle auch nicht aufgeräumt hat. Und das hat, glaube ich, für niemanden, der da in Verantwortung war, Folgen gehabt. Oder? Jay, gibt es an der Stelle Prominenz, die zu Kreuze gekrochen kam? Ich meine, und das macht es jetzt auch so spannend. Und deshalb ist es auch gut, dass wir jetzt heute Hanno Berger schon angesprochen haben. Nämlich, dass also quasi Hanno Berger ist jetzt natürlich ein sehr prominenter Kandidat, den die jetzt eingesammelt haben. Sprich, sollte Hanno Berger auspacken, und man muss auch dazu sagen, ein 70-jähriger weißer Mann aus dem Speckmantel von Zürich, ich glaube, der ist nicht allzu belastbar, wenn man dem Strafen androht. Dann, glaube ich, können da allerlei wirklich spannende Leute hinterherfallen. Weil auch gerade jetzt, Tino, und ich hoffe, dass, also es wäre spektakulär, wenn auch dir Cum-Ex-Geschäfte vorgeschlagen wurden beim Steuerberater in Hamburg, ist nämlich das auch gerade dieser Fall Warburg Bank. Ne? Und deshalb ist es natürlich jetzt auch gerade so schwierig, ne? Weil also da hängen ja sehr große Namen mit drin. Und also der ehemalige Finanzaufsichtschef der Stadt Hamburg, der jetzt mittlerweile der Ministerpräsident von Hamburg ist, Tschentscher, der war quasi für die Kasse verantwortlich. Olaf Scholz, regierender Bürgermeister, also ganz große Nummern in der aktuellen Politik. Und auch gerade Warburg Bank, wo das mit dem Verjähren ja auch tatsächlich losging, also wo klar war, Warburg Bank kommt uns eine Nachzahlung von, weiß ich nicht, 40 40 Millionen Millionen, oder so. ja. Ja. Und dann, ja, lass mal irgendwie noch ein paar Tage warten, bis das verjährt ist. Und jetzt will der aber dann auch Chef dieses Landes werden. Also spannend, wirklich spannend. Aber deswegen ist doch dieses Gesetz so umgeschrieben worden, wie du im Intro erzählt hast, weil das ist ja jetzt quasi verjährt. Das ist ja durch. Ja? Aber das wurde wieder rausgefischt. Also Ach das, so. den haben sie erwischt. Aber allein der Gedanke, Der ja. Versuch ist schon schändlich, Ja. ja. Ne, also das ist irgendwie Paragraph 535 oder so, also ganz hinten irgendwie noch so mit reingezirkelt. Und das ist diese Juristerei. Ne? Und es ist halt quasi, wenn zu viele Juristen halt irgendwie irgendwas machen, dann wird es halt clever. Und dann nehmen die dir halt einfach auf easy 55 Milliarden ab und du stehst halt so. Und dann quasi ich versteuere mein Geld, um es dann nachher im Kapitalmarkt nochmal zu versteuern, nur damit halt quasi mit meinen Steuern Hanno Berger sich ein Haus an der Goldküste kauft. Und also vor dem Hintergrund, also diese ganze Geschichte, also wirklich, also das kann ich allen Zuschauern nur ans Herz legen, sich damit ein bisschen zu beschäftigen, weil das ist unglaublich, dass sowas passiert. Und wer da auch alles mit drin hängt. Also das ist eine ganz tolle Geschichte. Also Es eigentlich das. ist wirklich unglaublich, wie schnell man auch wieder vergisst. Ja, also man merkt dir an, dass das Thema bei dir definitiv hängen geblieben ist. Ich habe das auch zur Kenntnis genommen, war auch einigermaßen schockiert und entrüstet, hat bei mir aber nicht lange vorgehalten. Deshalb, man verdrängt so viele Dinge, obwohl das zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit ist. Also insofern kann ich sagen, ich fahre immer an einem Graffiti vorbei, wenn ich mit der S-Bahn nach Düsseldorf fahre und da steht Empört euch. Und an der Stelle muss man ja wirklich mal sagen, empört euch, Das macht was draus, weil man nimmt so viel hin und es passiert so viel
Furchtbares. Das muss doch nicht sein. Und insofern, ansonsten kann man sagen, ja, handelt dementsprechend und gibt den Leuten die Quittung, die an der Stelle vielleicht in verantwortlicher Position waren. Es gab einen Hinweis gerade in unserem YouTube-Chat, den ich gesehen habe, dass da Interesse bestände, ein Steuerspecial mal zu machen. Das wäre doch bestimmt spannend. Was zahlt man? Warum zahlt man? Wie viel zahlt man? Vielleicht dann auch der zweite Teil mit Unterstützung aus Hamburg. Und wie kann ich das Ganze umgehen oder optimieren, wie das dann so schön heißt? Wahnsinnig dickes Brett steuern. Ja. Ich zahle auch zähneknirschend und ist mir aber auch zu blöd und zu kompliziert, mich dem irgendwie zu entziehen. Also ich nehme auch jedes Schnäppchen gerne mit, aber an der anderen Stelle sage ich, ich verliere natürlich die Kontrolle mit dem, was mit meinen Steuergeldern gemacht wird. Aber nichtsdestotrotz weiß ich, dass dieses ganze Land irgendwie nicht funktionieren würde, wenn alle sich drum drücken würden, die Steuern zu zahlen. Und insofern bin ich auch für Steuergerechtigkeit und für Steuerehrlichkeit. Unangenehm, aber nötig. Kann es besser verwendet werden? Auf jeden Fall. Kennzahl der Woche, jetzt nur weil es mir in dem Thema durch den Kopf schießt. Wir hatten den Steuerzahler-Gedenktag gehabt. Und Du hast ein halbes Jahr, gar mehr als ein halbes Jahr mehr. mehr. Um dann halt quasi jetzt endlich in die eigene Tasche zu wirtschaften, und in diesem halben Jahr hast du noch bei Hanno Berger in der Tasche mitgewirtschaftet. Also die Abgabenlast, also Steuern und Abgaben auf das durchschnittliche Einkommen bezogen, beträgt eben 53%. Also das ist dieses mehr als die Hälfte des Jahres arbeitest du, dass du daraus Abgaben an den Staat bezahlst, ob das die Mehrwertsteuer ist, wenn du dir irgendwo einen Döner kaufst, oder ob das eben die Lohnsteuer, die Kapitalertragssteuer oder die Mineralölsteuer oder sonstiges ist. Dir bleiben eben nur 47,1 Cent von jedem Euro, den du als Einkommen verdienst, um wirklich bei dir zu landen. Und das ist halt dieser Steuerzahler-Gedenktag. Mehr als die Hälfte des Tages haben wir dafür gearbeitet und seit vorgestern arbeiten wir den Rest des Jahres für die eigene Tasche. Das ist bedenklich. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt bei Twitter, was geretweetet, glaube ich, dass wir Steuern die führende Kraft in Europa sind, dass wir im Vermögen im unteren Mittelfeld sind und dass wir in den Nettovermögen, das, was wirklich an Cash in der Tasche zur Verfügung steht, auch nur im Mittelfeld rangieren. Also das Märchen vom reichen Land, wie ich das genannt habe. Ja, das stimmt einen auch sehr, sehr nachdenklich für die Ja, Zukunft. Ja, Thema aber Eigenheimquote hatten wir ja auch schon mal, ne, dass das halt auch genau. in von uns als vermeintlich arme Südländer bezeichneten Regionen ganz Ja. anders aussieht, was selbstgenutzte Immobilien auch angeht. Also wir reden jetzt nicht von Investmentspekulanten oder so weiter, aber das ist doch die ganz, ganz wesentliche Zelle auch gegebenenfalls für die Altersarmut und Alterssicherung. Thema Deutsche Wohnen, Vonovia, hatten wir alles schon. Wohnen ist der bestimmende Faktor deiner Kosten. Und insofern sind da andere Länder, auch wenn wir sie als arm vielleicht wahrnehmen, bei dem Faktor uns so weit voraus. Und ja, Das ist die Ungerechtigkeit ist furchtbar. was wir da wahrnehmen, das geht dann in den Bereich kognitive Verzerrung, dass wir ein völlig falsches Bild von uns und von dem da draußen, was sich abspielt, haben. Ja. Jeder möchte zur Mittelschicht irgendwie gehören, Ja. ne? Und man ist schon längst in der Spitzenabgabengruppe Ja. schneller drin, als einem lieb ist. Das war früher aber wirklich der Spitzensteuersatz für Spitzenverdiener. Heute ist der Spitzensteuersatz der Standardsatz für Gutverdiener. Ich möchte es gar Oder nicht. drei Schichten bei Continental am Band in Korbach in Nordhessen. Da bist du Ja. Spitzensteuersatzzahler. Ja. Volkswagen, das Ganze hier Baden-Württemberg, die haben quasi keine Arbeitslosigkeit, weil da sind so viele Produzenten von PKW und Ja, Zuliefermaterialien und ja. Ähnlichem. Da wird ordentlichst bezahlt. Und Ja. in anderen Stellen kommst du halt mit gleicher harter Arbeit und viel mehr Stunden, kommst du gar nicht mal richtig über die Runden. Ja.
Also Steuerthema, den Vorschlag finde ich gut. Ob wir die Kompetenz dafür haben, Von wem weiß kommt ich der nicht. Vorschlag denn? Und Von ob wem? wir, von wem, ja? Von an. An. Weil, Der anderen. Ach so. grüßen wir Angelika. Hi. Ach so. Ah, Ich sehr kann, gut. aber weil ich hätte jetzt, weil ich habe, hat mich die Tage noch Zacharias Zaster hier von der Steuerkanzlei hatte mich angeschrieben, ob man mal irgendwie was zusammen machen könnte, börsenbunch-technisch. Und das geht ja jetzt schon wieder wunderbar übereinander, weil, also für nächste Woche, das besprechen wir gleich auch noch, da haben wir wahrscheinlich Dr. Goldfink, Professor Dr. Goldfink zu Gast. Und dann danach können wir aber dann mal die Verhandlungen mit Zacharias Zaster auch aufnehmen. Also das kümmern wir uns mal um Steuern. Das Und klingt gut. vielleicht kriegen wir dann auch die Möglichkeit, wie wir selbst auch. Weil wir sind ja drei Leute und theoretisch müssen wir auch ein Cum-Ex-Geschäft aufziehen können. So, wie ich es verstanden habe. Und übrigens noch, bevor wir dieses Thema beenden, es war in diesem Beitrag der letzten 150 Minuten ein Buchtipp versteckt. Stefan Hessel empört euch. Das ist ein deutscher Jude, der nach Frankreich, also bevor er in das KZ hätte transportiert werden sollen, als Kind ist die Familie oder er alleine, ich habe das nicht mehr genau im Kopf, emigriert oder geflüchtet. Und eine sehr, sehr schlaue Person, und er hat dann im Alter von 96 noch kurz vor seinem Tod oder 97 dieses Buch geschrieben. Ein kleines Pamphlet, ein 20-Seiter, Empört euch heißt das, und ist an die Jugend gerichtet und hat im Prinzip das zum Inhalt, was wir jetzt gerade in den letzten 150 Minuten besprochen haben. Aber das war der versteckte Buchtipp. Ja. Danke dafür, das werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen, weil dieses Graffiti ist halt auch ganz großartig. Ja. Vielleicht fotografiere ich das mal. Ja. Weil dann verlängere ich noch die versteckten Buchtipps, weil das Märchen vom reichen Land von dem gnadenlosen Ökonom, den wir aktuell in diesem Land haben, Steffen Stelter, das auch, also wenn man Oh sieht, ja. wie schlecht es uns hier wirklich geht, Ja. auch spannendes Buch. Ja, der übrigens auch einen schönen, wunderbaren Twitter-Kanal hat. Ne? Das ist der ThinkBTO, Das glaube ist ich. bestimmt auch super deprimierend, wenn man dem folgt. Ja, nun, aber das ist die Wahrheit meistens. Ja. Ja, naja, also, aber also quasi das jetzt nochmal, also zu einem Ende zu bringen, diese riesige Empörung, die ich auch hier in diesem Zusammenhang empfehle. Also diese ganze Cum-Ex-Geschichte, wenn man sich da halt überlegt, also wie ich schon gesagt habe, das kommt ins Corona-Steuerhilfsgesetz, ist das noch mit drin. Da versuchen immer noch Leute, da irgendwie Schaden abzuwenden. Wir kommen mit der Strafverfolgung lange nicht hinterher. Wir haben es jetzt endlich geschafft, den Hauptmann, der sich übrigens auch Mr. Cum-Ex dann in Fachkreisen schimpft, den haben wir jetzt endlich. Aber das ist natürlich schon was, also das lebt auch davon, dass Leute nicht einfach sagen so, ja, da ist irgendwas mit Steuern, das ist nicht okay. Also das sind Unsummen. Und ne, wie schon gesagt, also ich meine, ich werde halt, wir werden alle zu Tode versteuert, weil wir halt quasi am laufenden Band oben Geld reinwerfen und dann unten fällt die Hälfte aber wieder raus. Und wie schon gesagt, also von diesen ganzen Schäden, die durch Cum-Ex entstanden sind, ein Großteil davon in Deutschland, weil das bei uns irgendwie scheiße läuft. Und da muss man halt wirklich dazu sagen, also auch gerade Finanzthemen, das ist auch wieder Finanzbildung. Also man muss sich schon für so ein Zeug interessieren, weil halt irgendwie immer zu sagen, so hier ist alles irgendwie ungerecht und ich werd nur benachteiligt in dieser Gesellschaft. Ja, weil wir halt aber auch einfach nicht dahin gucken, weil wir das gar nicht verstehen. Und deshalb ist es schon wichtig, das als Ganzes verstanden zu haben. Also super wichtiges Thema für jeden hier. Auch gerade mit Blick auf die Bundestagswahl. So, also ich hoffe, meine harten Worte an Hanno Berger sind durchgedrungen. Durch die Gitterstäbe durchgedrungen, jawohl. Ja, wahrscheinlich kommt er ja nicht mal hinter Gitter. Wahrscheinlich bist er dann doch am Ende wieder. In der Schweiz ist Steuerhinterziehen ja nicht mal strafbar. Volkssport, ja. Ja, so. Dann kommen wir nämlich jetzt auch noch machen wir direkt weiter bei Olaf Scholz. Nämlich, nachdem er ja quasi diese Riesenparty gefeiert hat vor ein paar Wochen mit der globalen Mindestbesteuerung. Endlich 15% auf alle Leute, die irgendwo auf der Welt Geld verdienen. Kam ja jetzt dann Frau, die nette Auntie Yellen nochmal mit dazu und hat das Ganze mal ein bisschen gedämpft. Also wahrscheinlich wird das doch alles nicht so super werden, wie wir uns das vorstellen. Also der Jubel des Bundesfinanzministers kommt zu früh. Momentan gibt es deutlich mehr Fragen als Antworten.
sagt der Finanzminister Albert Füracker. So sei nach wie vor völlig unklar, welcher Bemessungsgrundlage die Mindeststeuer erhoben werden soll. Was ja auch persönlich eine gute Frage ist. Also worauf, wie messen wir das überhaupt? Was wird versteuert? Wo wird versteuert? Dann gibt es ja jetzt auch schon die ersten Stimmen hier aus Europa. Das Wunder, oh Wunder, Irland auf einmal sagt, die finden, das ist nicht so eine gute Idee. Dann Estland mit so ein paar tollen Ideen und wo man auch da, ich meine, der arme Mann, jetzt so langsam tut er mir halt auch schon leid, also jetzt kommst du hier hin, die ganze Welt rechtfertigt entweder Annalena Baerbocks Buch oder sie versucht noch mehr Benzin in das Feuer rund um Annalena Baerbocks Buch zu kippen. Und jetzt der arme Mann mit seiner Volkspartei, der diesen einen Sieg eingefahren hat, nämlich die globale Mindestbesteuerung, der wird jetzt auf einmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass jetzt auf einmal die Frage kommt, wie willst du das überhaupt machen? Und das Thema hatten wir ja auch schon. Und das wäre natürlich auf Aktienperspektive, gerade die Tech-Werte, man freut sich ja, wenn das noch ein bisschen in die Schwebe geht. Ja, Freunde, wie hart ist das? Ist das für Urlaub, ist das gut? Ist das nicht so gut? Schaffen wir das nicht? Also wir hatten das ja, wie erwähnt, schon. Vielleicht können wir das auch nochmal den Rückwärtslink irgendwann setzen hier zu dem Thema. Und ich meine, dass ich ohnehin gesagt habe, das ist nur so ein PR-Ding, so Wag the Dog-mäßig, weil es an sich für meine Begriffe, also das war ja ein G7. G9. Eine G7-Idee. Und ja, da habe ich ja schon die Formulierung gebracht, ist das jetzt das Steuerkartell, was also die ganzen anderen 185 Staaten dann dazu verdonnert, das zu tun und ob das überhaupt geht und ob das mit der Souveränität einzelner Staaten überhaupt funktionieren kann und ob da nicht ein Land, mindestens eins, ausschert und dann natürlich entsprechend die Lücke aufmacht, dass es eben genau dort nicht versteuert wird und dann entsprechend sich dort alle Briefkästen dieser Erde versammeln. Das haben wir alles schon diskutiert und ich hielt das ohnehin. Erstmal ist es unübersehbar für uns. Es sind komplexe Themen, wo ich persönlich auch aussteige, wo ich mir maximal eine Meinung bilden kann, aber mehr auf Stammtischniveau als auf fachlicher Basis. Und dann sind das Dinge, die wir auch nicht beeinflussen können. Und wenn wir immer wieder gemäß dem Titel unserer Sendung uns um Börse und Investments kümmern, ich kümmere mich um Dinge, die ich beeinflussen kann. Und solche PR-Aktionen oder Vorhaben oder Ideen oder von mir aus auch gut gemeinte Wünsche, die spielen für mich so lange keine Rolle, bis sie nicht wirklich existent sind, festgeschrieben sind und angewendet werden. Und dann kann ich mich darum kümmern und entsprechend meine Schlussfolgerung ziehen. Ansonsten ist das eine intellektuelle Herausforderung, darüber zu sprechen, aber mehr auch nicht. Also ich glaube, es ist von der Materie tatsächlich mindestens auf dem Niveau, wo sich diese Cum-Ex und Cum-Cum-Geschichten halt abgespielt haben, plus dass noch ganz viele Länder halt hinzukommen. Aber es ist nichtsdestotrotz, aus der Ankündigung in dieser G7-Runde ist der nächste Schritt tatsächlich gegangen worden, also im G20-Verfahren, was auch noch von der OECD unterstützt wird. Und insofern hat die Idee tatsächlich 131 Länder, habe ich gelesen, die es unterstützen. Dass jetzt irgendwie Niederlande, Lettland, Ungarn gerne auch bei Ungerechtigkeiten der Welt immer zu nennen, dagegen sind, das ist irgendwie nachvollziehbar. Können die jetzt den ganzen Prozess aufhalten? Gute Frage. Aber immerhin, der nächste Schritt ist gegangen worden. Also die erste Nummer, denke ich auch, großartige PR in einem langweiligen Wahlkampf, zumindest was eine ehemalige Volkspartei angeht. Der Mann kann sich als Macher inszenieren, dann auf internationaler Bühne. Die Bilder mit Tante Yellen habe ich auch zur Kenntnis genommen und fand das außergewöhnlich. Ich weiß auch nie, wie sowas abläuft, ob der dann irgendwie beim Abendessen sagt, hey Janet, könntest du irgendwie zusammen mit mir einen Pressetermin vielleicht machen? Das würden ganz tolle Bilder für einen Wahlkampf her.
Themen. Keine Ahnung, oder vielleicht sind die sich auch fachlich ganz, ganz nah. Aber der nächste Schritt ist gegangen. Olaf Scholz hat da seine Bühne bekommen. Das ist natürlich alles nichts gegen einen Armin Laschet in Gummistiefeln jetzt in Hagen heute. Ja, das ist natürlich für den Wahlausgang wahrscheinlich auch nochmal die entscheidende, der entscheidende Twist in der ganzen Geschichte. Es geht in die Richtung. Man ist jetzt schon wieder beim Thema natürlich, ja, Digitalsteuer und was ist das denn und gehört das da rein oder eben nicht? Also die USA sind da natürlich an der Stelle ein bisschen bockig. Aber der Mechanismus ansonsten auf der Ebene, wie ich das verstanden habe, dass es eben mindestens 15% auf die erwirtschafteten Gewinne aus dem jeweiligen Land ist. Und wer die nicht abführt, der kriegt ja an anderer Stelle dann wieder, muss der den anderen erstatten. Vom Ansatz her, ja, wie willst du diesem losgerissenen Monster von Kapitalismus denn sonst beikommen? Weil wir wissen doch, dass eben die Staatssysteme eben auch Einnahmen brauchen. Und an der Stelle unterstütze ich jeden Versuch, der das auf breite und viele Schultern verteilen will. Und da sind wir jetzt auch schnell einig, die Nummer, ich mache hier in dem Land irgendwie meine Geschäfte, aber jede dieser Bestellungen, die hier abgewickelt wird, läuft über eine luxemburgische Briefkastenfirma und da muss ich zufälligerweise keine Steuern zahlen, weil für die Lizenznutzung des Namens ich eine niederländische Holding üppig entlohnen muss. Das kann es ja nun mal auch nicht sein. Und deshalb, es wird ein ewiger Wettstreit sein, Hase gegen Igel, wer war zuerst wo und hat sich schon geblickt. Da muss man dranbleiben. Entwicklung finde ich gut. Hätte ich dem alten Sparbuch Olaf auch gar nicht zugetraut an der Stelle. Mir ist es lieber, der Mann kümmert sich halt um die globale Mindestbesteuerung als um das schändliche Thema Finanztransaktionssteuer, was ich von ihm gar nicht mehr hören möchte. Und besucht mal wieder Hamburg und geht da vorbei bei seinen alten Kumpels. Wer sich noch daran erinnern kann, ne? Also das ist ja das Wenn Problem in diesem er den Weg, Untersuchungsausschuss. wenn Also er den Weg noch kennt, das ist ja, du vergisst ja Straßennamen ja, ja, es Hauseingänge. ist ja erschreckend, was in so einem Ja. Büro protokolliert wird, wer wann wo Termine hatte und dann sollst du dich da auch noch Jahre später daran erinnern. Ja. Aber der Mann, der MM Warburg-Chef hat ja Tagebuch geschrieben und von Ja. daher ist das nach den gefälschten Hitler-Tagebüchern der nächste Bestseller auf jeden Fall. Aber nur noch etwas Ernsthaftes hinterher, Herr Stredo. Das hatten wir auch, glaube ich, in unserer globaler Mindeststeuersendung. Wir wissen natürlich, dass das alles schön ist, was wir uns hier ausdenken, und dass das alles auch fair ist, was wir uns hier ausdenken, und der Ansatz auch gut ist und dass das nützlich wäre und so weiter. Und wir aber bereits bei der Sendung damals zu der Vermutung gelangten, dass diese 15% natürlich wo am Ende landen? Beim Verbraucher. Das aufgeschlagen wird. Natürlich zahlt der Otto auf der Straße den ganzen Spaß. Und deswegen ist es am Ende genau so eine Nummer, ob da Berger gelabelt ist oder Globalsteuer. Es ist am Ende immer der Kollege und die Kollegin auf der Straße, die die ganze Party zahlen und am Ende noch nicht mal besoffen sind. Sehr, sehr, sehr guter Punkt. Gut, dass du das nochmal rausgekramt hast. Stimmt natürlich wirklich absolut, als ob über die Einführung einer Steuer ein Konzern auf seine Marge verzichten würde. Ich meine, Als ob das ein Nullsummenspiel wäre. Kann es natürlich wirklich nicht sein. Und insofern an der Stelle danke, dass du mich da wieder auf den Boden hart zurückgeholt hast. Stimmt natürlich. Von daher, aber wie gesagt, die andere Ungerechtigkeit in der Welt zu wissen, lässt mich auch nicht besser schlafen. ja, es ist Pest und Cholera. Ja. Ja. Nein, aber ich meine, aber das Lustige ist ja, also auch gerade in diesem Bereich, also hast du ja schon einiges an Bewegungen drin. Also ich meine, was ich ja jetzt also festgestellt habe, die Bereitschaft, also auch sich mit so Steuerregimen dann halt auseinanderzusetzen, ist euch aufgefallen, dass das Silicon Valley austrocknet gerade? Ja.
Und Texas ist das neue Valley. Ja. Dass alle nach Texas gehen jetzt auf einmal. Ne? Und ich meine, da siehst du halt, was passieren kann, wenn du halt Steuern auch nur marginal anhebst. Ne? Und gerade vor diesem Hintergrund. Ne? Und ich meine, und das ist ja quasi dann also die 1 Million Euro-Frage. Wer schafft diese Ausnahmeregelung? Weil man muss ja auch jetzt bei dieser globalen Mindeststeuer immer dazu sagen, also dass ja die Briten hier schon geschafft haben, die globale Mindestversteuerung für Banken auszusetzen, weil die Armen vom Brexit so hart getroffen wurden. Ja, logisch. Ne? Und dann halt, also wenn du es halt schaffst, und ich meine, auch da könnte sich Olaf Scholz mal für stark machen. Wenn er es nämlich schafft, irgendwie so ein funky, freshes Schlupfloch hier in Deutschland aufzumachen und auf einmal landet das alles hier, das wäre mal was. Aber ne, per se wird es wahrscheinlich auch hier wieder wie alles andere laufen, weißt du? Also ich meine, das wird halt quasi überall, wird das halt irgendwie abkassiert. Wahrscheinlich hier auch besonders hart. Und am Ende von diesem Topf, wo das alles landet, werden wir dann auch wieder nur Bruchstücke bekommen. Während gleichzeitig Hanno Berger alles aus der Kasse schon wieder raus. Ausgeklaut, ja. Und das ist halt der Wahnsinn an dieser ganzen Geschichte. Ne? Und ich meine, also das Schöne, also was ich jetzt halt, also auch, ich war ja letztes Mal, aber ich auch ganz angetan von dieser Diskussion, als wir das hier geführt haben und wie toll das wäre, wenn das mal funktionieren würde. Endlich Gerechtigkeit ist jetzt also mit diesem Janet Yellen Zitat und dann halt quasi, also was man dazu so gelesen hat, die Umsetzbarkeit, das ist ja wirklich auch also überhaupt nicht denkbar. Also überhaupt in das Hoheitsgebiet Besteuerung in einem Land einzugreifen, von außen, also wie? Und ich meine, klar, OECD ist natürlich erstmal eine Ansage, aber ob du dann irgendwas bei sich da mit 140 Ländern, Nordkorea am Ende davon, dann geht das halt alles nach Nordkorea, weil die lassen sich bestimmt nicht reinreden. Ja, also ich glaube aber, also ich meine jetzt bei dieser Geschichte, den werden wir wahrscheinlich nicht zum letzten Mal hier drin gehabt haben und wir werden wahrscheinlich immer zum gleichen Ergebnis kommen, dass Tino recht haben wird, am Ende zahle ich das, zusammen mit dem Goldküstenhaus von Arno Berger. Ja, also ich glaube, das ist aber auch, selbst als ich kurz da ums Eck gewesen bin, sind wir wahrscheinlich zu der Einsicht gekommen, also es ist immer noch eine gute Idee und also super, Olaf, dass du da am Ball bist, aber ich glaube, das ist alles nicht so einfach, wie wir uns das wünschen würden, als Zuschauer auf der Seitenlinie. Aber guck mal, Wir vielleicht er den Wahlkampf damit. können irgendwann mal darüber, über eine ganz andere Herangehensweise diskutieren, warum immer nur über Steuern und Verbote gesprochen wird, statt dass mal das Ganze von Seiten der Konsumenten angedacht wird, die ja diesen Konzernen erst das ermöglichen, was zu deren Profit führt. Denn wir sind ja das Produkt, was diese Konzerne verwalten, erstellen und vermarkten. Und wenn man mal uns mit in diese Wertschöpfungskette einbinden würde, uns als Konsumenten und als selbstständig denkende Menschen, die wir dann vielleicht ab und zu mal sind, das wäre doch mal ein ganz anderer Ansatz, als immer nur aus irgendwelchen Regierungsgebäuden in Hauptstädten heraus über Verbote und Steuererhöhungen zu sprechen. Aber das ist eine andere Sendung und ein anderer Gedankengang. Vielleicht mit dem Herrn Professor irgendwann. Ist eine gute, ein guter Gedankengang, aber ich meine, aber würdest du es den Menschen tatsächlich zutrauen? Also auch gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass dieses neue Facebook-Buch jetzt rausgekommen ist. Was also, wenn du die Rezession jetzt aktuell liest, also das muss vernichtend sein. Und also auch die Themen, also die ich jetzt halt auch einfach wirklich nur so im Querlesen da im Feuilleton mitbekommen habe. Und ich meine, nichts davon hat mich geschockt. Also mir war klar, der gute Mann nimmt alles, was ich besitze. Und trotzdem hänge ich noch auf seinen Plattformen rum und gebe ihm freigebig alles, was er braucht. Und vor dem Hintergrund, also ich glaube, mich kannst du vor meinem Untergang tatsächlich nur mit dem Verbot schützen, weil halt einfach so das Crack auf meinem Telefon, das ist einfach zu gut, als dass ich aufhören würde, es zu nutzen. Das ist einfach, die sind klüger als ich, das muss ich auch einfach eingestehen. Ich weiß, die schaden mir, das ist wahrscheinlich noch schlimmer als Rauchen da auf Facebook rumzuhängen, aber trotzdem bin ich jeden Tag da, wie beim Rauchen. Und also ich glaube, entweder die regeln das für mich oder es wird halt nicht geregelt. Ja, du unterschätzt die Selbstheilungskräfte des Menschen. Ne? Also auch die DDR-Regime, Kommunistenriege, dachte, dass sie alles im Griff hat und innerhalb weniger Tage und Wochen brach ein 40 Jahre gewachsenes Terrorregime zusammen. Das geht manchmal schneller, als man denkt und vor allem geht es so schnell,
wie man es nicht denkt, Dinge passieren, die man als undenkbar gedacht hat. Und so ist es auch an den Märkten. Ne? Und so ist es an den Märkten und so wäre es auch in dieser Hinsicht. Also zu sagen, die Leute sind nicht in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen und irgendwann zu sagen, jetzt ist Schluss, Social Media, du kriegst meine Daten nicht mehr, dass das nur über Verbote von irgendeinem Gremium alter, weiser Frauen und Männer passieren kann, das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass der Mensch an sich irgendwann an den Punkt kommt, wo er sagt, so jetzt reicht's mir und entweder ich bin hier dabei in dem ganzen Spiel oder du kannst mich mal und ich gehe ins Darknet oder keine Ahnung was. Ja. Aber wie gesagt, anderes Thema, andere Sendung wahrscheinlich. Sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, weil auch ich finde, in dem ganzen Thema Umweltdebatte, CO2-Abgaben und so weiter, wir wissen alle, dass das ein wichtiges Thema ist. Ich würde auch da den Spieß nämlich umdrehen wollen und nicht halt über Abgaben das Ganze machen, sondern über Incentivierung, also über Guthaben. Über Nudges. Genau, da sind wir schon wieder bei unseren Freunden, den Nobelpreisgewinnern, die nämlich wissen, wie die Menschen tatsächlich ticken. Ja. Und das führt uns jetzt hier zu weit weg, aber ich glaube, super spannend und das sollten wir im Auge behalten, wie man Verhaltensänderungen tatsächlich in diese alten festen Muster reinkriegt. Und das kann eben über Anreize viel besser als über Strafe passieren. Aber auch da, also ich wirklich, wenn ich mir überlege, also quasi auch gerade auf diesem Weg, sich mit den Leuten anzulegen, die halt quasi wirklich die klügsten Köpfe auf dem ganzen Planeten beschäftigen, diese Nudges so zu setzen, dass ich alle 5 Minuten auf dieses scheiß Telefon gucke, um zu sehen, wer mir irgendwelche Herzen gegeben hat. Ich meine, die in irgendeiner Form in ihrem eigenen Spiel auszutricksen. Wie ich schon gesagt habe, also ich freue mich auf dieses Buch. Also ne, ich habe es mir bestellt, ich werde euch berichten. Und auch gerade, weil es wird auch, also auch schon, in der, dass man leicht geben wir unsere Daten an eine digitale Superstasi. Und am Ende ist es das. Und wie schon gesagt, das Spiel, was die mit dem meinen, da gibt noch mal einen Buchtipp dazu von Nir Eyal und das nennt sich Hooked. Und da wird halt quasi beschrieben für mich als digitalen Unternehmer, wie ich halt quasi Software entwickle, die abhängig macht. Und wenn du das liest, also wie perfide, aber genial das ist, dann weißt du halt auch einfach, das ist ein Kampf, den wirst du, also quasi, also solche wird es hier in diesem erlesenen Kreis und unsere erlesenen Zuschauer bestimmt auch, die können das noch schaffen, aber die Mehr der Gesellschaft, also das Monstrum, gegen das die da antreten, das wird nicht so einfach. Also da wieder rauszukommen, vor allem auch, weil der komplette gesellschaftliche Raum sich dahin verlagert hat und du halt auch wirklich, du nimmst am gesellschaftlichen Leben nicht teil, wenn du da bist. Also gibt ja jetzt schon irgendwie so Fälle von Mobbing, weil du nicht auf Instagram bist in der Schule. Und so weit muss es erstmal kommen lassen. Und also ich würde mich freuen, wenn es anders kommt, aber Und für die Lesefaulen, da gibt es auch eine hervorragende Netflix-Doku zu dem. Und das wollte ich gerade sagen, wo Herr Strelo, wieder der Assess, der BAM! Und jetzt, also man glaubt ja wirklich nicht, dass wir zwei uns noch nie begegnet sind persönlich. Das ist wirklich unfassbar, ja. Aber Brüder im Geiste. Aber hallo, bei der Geburt getrennt. Ja. Und weil dieser Doppelklick, mit dem wir unsere Sympathie auf einen Beitrag oder so äußern, bei den sozialen Medien zum Beispiel, bei einem dieser Läden, das haben die sich überlegt, das ist nicht zufällig entstanden, weil dieser physische Vorgang, das ist wie wenn ein Sportler irgendeine Bewegung ausführt, das ist dann so geübt und so mit dem Willen und dem Kopf verbunden, dass es also durch diesen Doppeltouch manifestiert wird. Ohne diesen Doppeltouch hätte ich nicht diese große emotionale Verbindung zu diesem Beitrag, den ich toll finde, spontan toll. Ich habe ihn gar nicht zu Ende gelesen, aber egal. Ich kenne den Typen oder die Frau und das ist toll, was die immer macht. Also klicke ich doppelt. Und weil ich diese physische Bewegung mache, das ist in der Doku unter anderem, wird das dort erklärt, dadurch verbinde ich mich und das wird gespeichert hier oben und wird immer wieder wiederholt und immer wieder aufs Neue und verfestigt sich zu einem festen Vorgang. Und
Kleiner Spoiler für diese wirklich gute, gute Doku. Diese ganzen Entwickler und Ingenieure bei Google und Konsorten, die erlauben ihren Kindern nicht, dass sie bis 16 dürfen, die keine Handys benutzen. Hast du das mitgesehen? Ja. Die versuchen sich, ihre eigenen Kinder vor dem zu retten, was sie reich und erfolgreich macht. Weil sie wissen, was sie tun. Denn sie wissen, das ist nämlich nicht wie der Filmtitel, denn sie wissen nicht, was sie tun, da sie wissen, was sie tun. Und deswegen schicken sie ihre Kinder, das weiß ich auch aus anderer Quelle, weil ja meine Tochter auf der Waldorfschule war, verstärkt auf die Waldorfschulen zum Beispiel, dass die schön stricken und Bäume fällen und Holundertee anbauen und bloß kein Handy in der Hand haben. Ja? Also Paradoxon schlechthin. Hat uns ein bisschen weggeführt von der Steuergeschichte, aber ich fand es gut. Aber das ist ja das Schöne, ne? dass wir unseren Gedanken hier freien Fluss erlauben und uns gegenseitig da auch noch woanders hintragen, wo wir gar nicht wussten, dass wir da heute Abend noch hinlaufen wollten. Was hast du nur noch vorbereitet, Jay? Also nicht, dass ich hier mit der 2-Stunden-Marke winken will, aber... Ich will auch, also, ja, auf jeden Fall winken. Wir haben aber auch ein Fazit für die Steuern. Ich habe jetzt auch ganz den Anschluss verloren. Ne? Also sonst sagen wir einfach, das war bestimmt ein gutes Fazit. Und nächstes Mal bringe ich das Nia-Ayal-Buch und lese euch mal ein bisschen vor. Da werdet ihr auch nochmal Spaß haben. So, und dann würde ich sagen, machen wir erstmal jetzt weiter mit folgender Frage. Also wir wechseln rüber in den Fragenblock für die Zuschauer, die jetzt gerade angefangen haben, Social Media auf ihren Telefon zu löschen, weil sie inspiriert waren von unserem Gedankengut rund um diese Thematik. So, die erste Frage. Ihr habt viel über kognitive Verzerrung gesprochen, à la Kahneman und Taleb. Wie kann man sich eurer Meinung nach davor schützen, damit man möglichst rational und objektiv bleibt? Denn wenn man das wirklich schaffen würde, fährt man langfristig beim Investieren deutlich besser. Oder? Ich fang mal spontan an. Ja. Der letzte Satz, dann fährt man doch langfristig besser, der zeigt eigentlich schon eine kognitive Verzerrung. Denn das weiß keiner. Das denkst du, wenn du glaubst, kognitive Verzerrungen auszuschließen, dass du dann bessere Ergebnisse bei deinem Investment erzielst. Aber das liegt absolut in der Zukunft und das kann man nicht darauf zurückführen. Diese Kausalität existiert nicht und ist damit schon eine kognitive Verzerrung. Ich hoffe, die Definition ist jetzt angekommen von diesem wirklich, wirklich komplizierten, spannenden Thema, was ich nur kurz anreißen möchte. Man kann natürlich sich dieser Fallen erwehren. Erste Bedingung dafür ist, dass man sie anerkennt. Das heißt, wir müssen uns als erstes als Anleger bei unseren Börsengeschäften sagen, dass wir über bestenfalls Halbwissen verfügen. Möglicherweise ist auch das nur eine Interpretation einer Wahrheit, die nur wir so sehen. Ja, also wenn wir irgendwelche Investmentideen haben, dann kann das auch nur eine Interpretation sein, die wir natürlich so positiv darstellen, weil wir tief in uns drin, weil wir diese Idee haben, entweder haben wir davon geträumt oder es hat uns jemand erzählt oder wir haben es aufgeschnappt in einem Café oder bei einer Radtour oder so. Und damit sind wir bereits positiv beeinflusst und schätzen dieses Investment schon mit einer ganz anderen Bedeutung ein, als wenn wir gar keine Informationen bekommen hätten. Da fängt also die kognitive Verzerrung schon an. Die Frage bezieht sich aber darauf, was kann man tun, um genau nicht in diese Fallen zu tappen? Weil das würde eine längere Aktion sein. Ich will es aber hier mit Blick auf die Uhr ein bisschen kurz fassen und eher nochmal auf eine Folgesendung verweisen. Es gibt einen Praxistipp, den ich geben kann, um nicht in
Vorurteile und bestimmte Vorlieben zu verfallen bei der Betrachtung von möglichen Investments. Charlie Munger hat dazu, es ist ja der Philosoph unter den Investoren, hat dazu eine Anekdote beschrieben, die das Ganze sehr gut fasst. Und zwar bezieht er sich auf die Reihenfolge der Informationen, die wir aufnehmen in Bezug auf ein bestimmtes Thema oder in unserem Falle ein bestimmtes Investment. Die Reihenfolge ist wichtig. Und er hat das verglichen mit einem Spermium, was eine Eizelle trifft. Es gibt ja Massen von Spermien, die entstehen beim schönen Tun. Und nur das Erste wird das Ziel erreichen. Und das hat Charlie Munger dazu verführt, um beim Thema zu bleiben sprachlich, zu sagen, die Reihenfolge der Informationen ist bedeutsam für den Entscheidungsprozess. Das heißt, ich muss mir im Klaren darüber sein, in welcher Reihenfolge ich welche Informationen aufnehme. Und damit sind wir bereits dann auch beim nächsten Thema. Welche Informationen will ich denn überhaupt aufnehmen und welche Informationen nicht? Es geht immer auch um die Gegensätzlichkeit von Dingen. Wenn ich mich entscheide, bestimmte Informationen für meinen Investmentansatz und für meinen Investment Case anzunehmen, dann muss ich gleichzeitig mir im Klaren darüber sein, dass ich bestimmte andere Informationen extra nicht annehme und beachte. Heißt also Reihenfolge und welche Art von Information. Und damit sind wir bei einem praktischen Punkt. Da sind wir nämlich schon an der Stelle, wo man sagt, das kann ich mir alles nicht merken. Okay, kann ich auch nicht, kann keiner von uns. Deswegen schreiben wir die Dinge auf. Wir erstellen Kriterien, nach denen wir exakt vorgehen, wenn wir ein Investment betrachten, ob beim Kauf oder beim Verkauf. Und nach dieser Reihenfolge richten wir uns. Diese Reihenfolge, wir denken an Onkel Charlie, sollten wir natürlich sehr, sehr genau bestimmen, damit wir in der richtigen Reihenfolge, in der Reihenfolge möglichst nach Wichtigkeit, nach Bedeutung, diese Kriterien erstellen. Dass wir nicht mit irgendeinem KGV anfangen, wenn wir uns eigentlich mit dem Geschäftsmodell des Unternehmens beschäftigen sollten. Also schriftliche Kriterien erstellen, die einen Investmentprozess gliedern. Ich kann dann sogar Punkte vergeben und kann sagen, wenn ich die und die Punktzahl erreiche, ist das Unternehmen interessant. Wenn nicht, dann ist es raus. Und zwar ohne Kompromisse, ohne dass ich mir sage, naja, aber der so und so Influencer hat doch gesagt, das und so weiter. Nein, das Ding ist weg von der Watchlist und kommt auch erst wieder drauf, wenn die Punktzahl erreicht ist. Ansonsten kann man kognitiven Verzerrungen natürlich, denen wir alle unterliegen übrigens, wir können da nicht raus, können wir natürlich extrem entgehen, indem wir von vornherein unser Risiko bestimmen. Ich kaufe heute, beim heutigen Kurs, eine Tesla und ich will mit diesem Trade oder mit diesem Investment nur 1.000 Euro verlieren, maximal, dann kann ich den Stop-Kurs ausrechnen, wo ich glaube, dass mein Investment-Case nicht mehr aufgeht und kann die Positionsgröße bestimmen. Und dann bin ich auch mit 1.000 Euro plus minus, ne, Spread über Nacht und so weiter, wenn ich bei einem Broker bin, der eben auch nachts die Spreads aufmacht, dann bin ich auch raus. Das nimmt mir schon mal eine Menge Druck. Ja? Genau. Das nächste wäre die schon einmal von mir angesprochene Prämortem-Analyse. Also an das wirklich Furchtbarste zu denken, was passieren kann. Heißt also, Michael Saylor hieß der Kollege, Jay? Ja. So, wenn der sagt, 90% in BTC, dann ist das völlig legitim. Und das könnten wir jetzt sagen, Mensch, das ist eine super Idee und Inflationsschutz und so weiter. Aber wir drehen uns einmal um
und stellen uns vor, das Ganze ist ein riesengroßer Fake. Oder kein Fake, sondern es geschieht etwas in der Zukunft, was ich heute noch nicht absehen kann. Und was diesen Inflationsschutz, der vielleicht heute eine gewisse Bedeutung und eine gewisse Logik beinhaltet, vielleicht gibt es in der Zukunft Situationen, wo das vollkommen ausgehebelt ist und auf einmal gar nicht mehr existiert. Wenn ich mir diese Dinge vorstelle, dann würde ich heute eben nicht meine Eigentumswohnung in Frankfurt verkaufen, um all in BTC zu gehen oder in Ripple, ja? Sondern ich würde eben einen Großteil davon in irgendwelche anderen Assets stecken und nur einen kleinen Teil in dieses Asset. Wir denken an die Handelsstrategie, 90% safe, 10% hochspekulativ, kann man machen. Es könnte sich ausgleichen. Ich kann hier den Totalverlust erleiden und hier drüben einen leichten Gewinn und bin am Ende des Jahres bei plus minus null. Dann habe ich nichts gewonnen. Ich kann nicht angeben, aber ich habe auch nichts verloren. Und es geht immer, immer, immer um Kapitalerhalt. Und das wären so ein paar Dinge. Wenn ich die beachte, das ist jetzt vielleicht bei meinem Monolog aufgefallen, dann brauche ich mich um kognitive Verzerrungen nicht kümmern, unter denen ich natürlich extrem leide. Und wir alle übrigens, ich mag Aktien, die rote Logos haben. Ja, super, finde ich irgendwie toll. Oder ich finde den und den Influencer ganz stark und der hat auch eine Trefferquote von 60%. Ich habe das über den letzten einen Monat nachverfolgt. Wow, der hat in einem Monat wirklich 60% gemacht. Ich mache den Trade jetzt mit ihm. Aber wenn ich diese von mir jetzt gerade beschriebenen Kriterien beachte und das Risiko beachte und das ganz nüchtern beachte und das wirklich, wirklich hart mit harten Stops absichere, dann bin ich schon mal aus der kognitiven Verzerrung und aus der Fehleinschätzung heraus. Denn das zum Abschluss, kognitive Verzerrungen sind Fehleinschätzungen, Vorurteile, Angewohnheiten, die teilweise tief in unserem Inneren verborgen sind und aus unserer Sozialisation und Kindheit herkommen, dass wir bestimmte Dinge verknüpfen mit tief sitzenden Erinnerungen in unserem Gedächtnis und dass wir, wenn wir eine Situation heute sehen, sie vergleichen mit etwas, was hier drin abgespeichert ist in irgendeiner Schublade und weil wir halt schnell denken, dann das nicht analysieren, sondern auf einen Rückgriff machen, auf eine vergangene Erfahrung und heute in einem ähnlichen Szenario genauso reagieren wie damals, wie diese abgespeicherte Situation im Kopf sich befindet. Das ist das schnelle Denken. Das ist oftmals übrigens sehr gut. Das ist das sogenannte Bauchgefühl. Das sollte man nie außer Acht lassen. Das widerspricht jetzt meinen Kriterien und den ganzen quantitativen Dingen, die ich gesagt habe. Aber die gehören dazu, um das Ganze nämlich abzusichern. Man merkt schon, das wäre eine eigene Sendung. Ne? Das sind kognitive Verzerrungen, also Fehleinschätzungen. Und denen kann sich keiner entziehen. Aber wir können versuchen, sie zu dämpfen, abzufedern, indem wir uns klare Strukturen in unserer Vorgehensweise bei Investments, in unserer Vorgehensweise im ganzen Leben, indem wir uns diese Strukturen bauen. Dazu gehören übrigens auch Gewohnheiten, bestimmte Abfolgen von Dingen, über die ich nicht mehr nachdenken muss, die ich einfach ausführe und immer wieder und die Wiederholung schafft immer mehr Sicherheit. Und wenn ich das zum Beispiel auf einen Investmentprozess und eine Beurteilung eines Unternehmens und einer Aktie beziehe, dann werde ich umso sicherer, wenn ich bestimmte Punkte habe, die ich Stück für Stück abarbeite und eins zum anderen zähle und danach zu einem Ergebnis komme und sage und dann ganz nüchtern und ohne Emotion, das mache ich, dieses Geschäft und zwar mit dem und dem Risiko, mit dem und dem festen Geldbetrag, oder ich mache dieses Geschäft nicht. Das wäre es fürs Erste. Fürs Erste. Ich kann dem super folgen und habe nur zwei Punkte eigentlich zu dem Thema. Man muss sich bewusst sein,
dass es diese kognitiven Verzerrungen gibt und dass man sich selber da nicht ganz rausnehmen kann. Das ist der erste Schritt. Und der zweite wäre für mich, kann ich daraus eine Idee entwickeln, dass ich weiß, dass alle Menschen und alle handelnden Personen diesen kognitiven Verzerrungen unterliegen und kann dann vielleicht tatsächlich eben diese gegensätzliche Meinung eingehen, kann mich in eine ganz andere Richtung hineindenken, um dann auch Verhaltensweisen der Masse für meine persönlichen Zwecke zu nutzen, weil ich weiß, dass das in 90% der Fälle genau nach diesem Muster eben abläuft. Und dann kann ich mich da entsprechend dranhängen. Und da fällt mir die ein oder andere Handelsstrategie ein, wo man sagen kann, naja, ist ein Muster drin. Ich hatte wieder 2 Stunden Christoph Geier heute nach dem Motto, das ist ein schöner Wert zum Traden, weil der halt in einem gewissen Muster immer wieder das Gleiche macht. Ja, und wenn ich sowas erkenne, dann kann mir die Ursache dessen furchtbar egal sein, wenn ich sage, es ist eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit und das funktioniert halt immer nach dem Muster. Ja, und das funktioniert vielleicht bei Kursen, das funktioniert auch bei politischen Wahlen, ne? Dass die Leute immer wieder die gleichen Fehler machen und von daher sich dem bewusst werden, ist, glaube ich, der erste Schritt und von daher ist man dann vielen anderen schon ein gutes Stück weit voraus. Ja. Weil sonst, also ich würde mich, also ich kann mich eigentlich, also Tino, wenig hinzufügen. Was ich natürlich noch mit auf den Weg geben kann, ist ein bisschen Literatur dazu, nämlich also quasi, wie wirkt man dem denn überhaupt entgegen? Weil es ist natürlich eine große Aufgabe überhaupt, das in sich selbst zu erkennen und dann halt auch irgendwie damit umzugehen. Und da gibt es diesen wunderbaren französischen Philosophen, der sich Michel de Montaigne nennt, von dem das Zitat kommt, ein über sich selbst staunendes Selbst. Es ist eine Person, die eigentlich quasi die komplette Philosophie besteht aus Beobachtung. Also das ist ein Mann, der hat halt einfach sich im laufenden Band immer nur umgeguckt, was passiert um mich rum und immer einen ganz schweren Fokus darauf, was hat das für Auswirkungen auf mich? Wie verhalte ich mich in der Situation? Also ich aus der Vogelperspektive auf mich selbst, was macht das mit mir? Und das ist, glaube ich, also die Grundlage, auf der man dem überhaupt entgegenwirken kann. Also wenn man sagt, also ich sehe da ein Problem, was auf mich zuhält, dass ich immer wieder die gleichen Fehler mache, ist sich erstmal selbst zu beobachten. Also wie genau verhalte ich mich in gewissen Situationen und anhand von dieser Information, das ist ein Prozess, das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist Tagebuch führen, das ist halt quasi kritisch mit sich selbst auseinandersetzen. Das ist halt wirklich ein langwieriger Prozess, überhaupt rauszufinden, also quasi ich. Das Selbst, was man ja auch immer so, das ein Automatismus ist. Also halt quasi, ich funktioniere halt einfach so, wie ich funktioniere. Ich hinterfrage nie, wieso ich tue, was ich tue. Das einfach einmal durchzugehen und dann halt von da aus Fehler zu analysieren und ab dann geht es direkt in dieses enge Regelkorsett von Tino, dass man sich halt wirklich überlegt, also es gibt in Situationen, in denen verhalte ich mich immer gleich falsch. Und dann muss man halt einfach dieses Alarmglöckchen haben, was dir halt einfach sagt, stopp. Jakob, das ist der Über-Jakob, der dir jetzt halt als spontan, ich folge meinen Trieben, Jakob, mit auf deinen Weg gibt. Das ist nicht klug, was du da tust. Und wenn dieser Katalog halt also rudimentär ausgearbeitet ist, dann führt das schon dazu, dass man sehr viel bessere Entscheidungen treffen kann, weil man einfach weiß, das ist jetzt halt was, diese ganzen Hype-Entscheidungen, also irgendwas untertägig zu kaufen, weil man sich halt einfach denkt, oh, das muss jetzt schnell passieren. Binance-Kurse, die die ganze Zeit hin und her springen und dann unüberlegt zu investieren. Das sind alles so Sachen, das steht bei mir im Buch. Wenn du da quasi, wenn dich das Gefühl überkommt, es jetzt kaufen zu müssen, kauf es nicht. Und das sind halt einfach so ganz einfache Dinge, wo ich halt einfach wirklich, ich habe es halt in mir drin. Also ich weiß halt quasi ganz genau, das ist so ein rotes Alarmglöckchen, das geht halt einfach an und dann verhalte ich mich cleverer. Das ist eine Selbstkonditionierung. Also das ist der pavlovsche Hund. Aber das funktioniert. Für den Hund und auch für dich selbst. Und das ist also, worauf man langfristig, wenn einem das ein Anliegen ist, halt wirklich eine Strategie der Selbstkonditionierung aufbauen kann. Und wie schon gesagt, der ganze Rest, so wie Tino es gesagt hat. Ja, ich habe noch eine Ergänzung, gerade weil du das so schön angesagt hast. Geis-Bier kennen wir wahrscheinlich, ne? Der Kollege, und hat hier seinen Werdegang beschrieben und ein paar sehr, sehr, sehr unterhaltsam und wichtige Anekdoten beschrieben und hat sich speziell auch um seinen Investmentprozess gekümmert und hat auch, ist einer der wenigen Hedgefondsmanager, der über seine Fehler schreibt. Und damit sind wir beim Stichwort, und das ist der Anschluss nochmal und der Abschluss. Dort wird ein Buchtipp gegeben,
Und zwar Arul Gawande, das Checklist-Manifesto. Und das gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch, sondern nur auf Englisch. Und die Ursprungsidee ist folgende: Ein Chirurg in einem indischen Krankenhaus, oder war es ein, ich glaube, es war ein indisches Krankenhaus, hat sich über die Sterberate gewundert, als er dahin kam, und hat sämtliche Chirurgen auf dieser Station gebeten, die Fehler aufzuschreiben, also Behandlungsfehler oder Nach-OP-Fehler, an denen Patienten also verstorben sind, was sie nicht hätten tun müssen. Das waren also echte Fehler. Und er hat also quasi eine Aufstellung erstellt über diese Fehler. Und aus dieser Idee, und diese Fehler wurden dann als Checklist in die OP-Räume gehängt, und daraus wurden Abfolgen entwickelt im Verhalten der Chirurgen und der Schwestern, und die Sterberate ist enorm gesunken nach der Einführung dieser Checklist. Und das soll nochmal zeigen, wenn man also eine Checklist hat und diese vom Negativen her aufbaut, heißt also aus Fehlersicht seine vergangenen Fehler, jetzt hier konkret Börse, Investments, Trades, komische Lotto-Sachen, also wo ich gemacht habe, komm, ich gehe ja einfach mal rein mit 100 Euro oder so, dass ich mir diese ganzen Dinge notiert habe, das wäre die Voraussetzung, dass ich daraus dann die nötigen Schlussfolgerungen ziehe und eine Checklist erstelle, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe. Und wenn ich das im aktuellen Umfeld und bei aktuellen Investment-Cases vermeiden kann, dann können zwar neue Fehler entstehen und neue Verluste, aber zumindest die alten kann ich ausschließen. Das finde ich einen interessanten Ansatz. Das ist der wichtige Punkt irgendwie. Also ja. Niemand ist davor gefeit, Fehler zu machen. Also im Gegenteil, wir können an den Fehlern eben auch wachsen. Das Problem ist halt, dumm ist derjenige, der den gleichen Fehler immer wieder begeht. Und insofern ja, ist es einfach wichtig, daraus zu lernen und sich halt immer wieder bewusst zu machen, dass das halt an der Stelle schon ein ernstes Business ist und nicht eben just for fun ist. Ja, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, einen Tag auf der Rennbahn verbringen will und auf das Pferd setze, was die schönsten Augen hat. Ja, das kann ich ja machen fürs Vergnügen. Ja. Ja. Aber das hat halt an der Stelle nichts mehr dann damit zu tun, wenn es um richtiges Geld geht. Und da muss ich es ernsthaft betreiben und deshalb aus Fehlern lernen. Genau der Punkt. Und eine Checkliste ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Ja, das ist, im Nachhinein ist es ja auch das kleine Einmaleins der Qualitätssicherung. Also quasi dieser Prozess, den Tino beschreibt, es ist quasi, wenn du bei der Lufthansa als Pilot angelernt wirst, genau, lernst du nicht ein Flugzeug zu fliegen, sondern du lernst irgendwelche Prozedere auswendig. Ja. Du kriegst halt Listen, 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 Listen. Wenn das passiert, machst du das, 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 das und das. Und das, wie schon gesagt, also es ist hochkomplex, wahrscheinlich ein Flugzeug zu fliegen. Und wenn du halt überlegst, dass halt quasi, wenn du investieren wirklich ernst nehmen möchtest, brauchst du diese Listen. Und die musst du aber halt quasi individuell auf die Maschine, die du fliegst, in dem Fall dich selbst halt anpassen. Und dann funktioniert das auch. Und halt quasi diese ganze kognitive Verzerrung, was ja im Endeffekt auch nichts anderes ist, als halt, wie schon gesagt, das Reptiliengehirn zusammen mit Neues. Und halt quasi am laufenden Band. Und natürlich, es passieren so viele verschiedene Dinge, so viele Eindrücke, die auf dich niederprasseln, die kannst du nicht verarbeiten. Und dann greifst du zurück auf bekannte Muster. Und wenn aber halt quasi das Umfeld sich am laufenden Band irgendwie verändert, wird es schwer. Und gerade wenn es halt um echtes Geld geht, ist natürlich das Cleverste zu sagen, also ich überlasse mir das nicht selber, vor allem nicht spontan. Und dann nehme ich halt einfach diese Checkliste dazu. Und wenn die halt einfach sagt, es ist nicht klug on the go, weil ich halt irgendwie im Zug gehört habe, oh, mein Kollege ist CEO von Unternehmen XY und der plant da was, halt nach Hause zu gehen und zu sagen, so, boah, jetzt kaufe ich das. Weil, ne? Das kann ja schon zu nichts führen. Dann halt quasi, also wenn du heiße Info, dann kommen wir direkt wieder zum Insiderhandel-Ding, ne, weil das ist ja auch genau diese gleichen kognitiven Verzerrungen. Also sobald es halt irgendwie exklusiv auf dich wirkt, sagt dein Gehirn sofort, das ist wertiger, ohne dass du die Quellen dahinter in irgendeiner Form überprüfst. Ja. Und das sind genau diese Fehler, die man dann halt irgendwie macht. Ich habe diese Information bekommen in der Telegram-Gruppe, in der nur ich bin, weil ich was Besonderes bin. Was übrigens auch die klassischste kognitive Verzerrung aller Zeiten ist. Dass alle irgendwie immer denken, also quasi die ganze Welt dreht sich nur um mich.
Und das ist überhaupt nicht alles zufällig hier, sondern da ist ein großes System hinter und das am Ende läuft es bei mir zusammen. Und Schicksal, Mantra, die Götter, nenn es, wie du es möchtest. Aber am Ende ist das die Grundlage für die größten Fehler, die man machen kann. Und der Gewinner, also wie berichtet man, ist man langfristig erfolgreich, selbst in diesem schwierigen Umfeld, sind es die Checklisten, die du für dich selbst entwerfen musst. Also glaube ich, diese Frage, oder will da noch irgendjemand, ich glaube, die haben wir wirklich en Detail beantwortet. Glaube ich aber auch. Da merkt man, dass wir uns mit dem Thema alle schon auseinandergesetzt haben. Mehr oder weniger erfolgreich. Weil jetzt würde ich nämlich sagen, also ich glaube, also ich weiß von den zwei weiteren Fragestellern, die würden es uns beide verzeihen, wenn wir das nochmal stunden. Und im Ernst, also quasi die hier nach, die ist, hat tatsächlich nochmal so eine gewisse Relevanz. Die ist aber, glaube ich, also ne, das geht halt darum, also wenn Unternehmen ihre Aktien zurückkaufen, sind die dann stabiler im Krisenfall. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, also ich glaube, innerhalb der nächsten zwei Wochen wird das noch nicht, und das wissen uns nicht böse, wenn du guckst ja wahrscheinlich gerade, wenn wir das dann beantworten, will das dann schriftlich. Oder du kriegst halt irgendwie ein Live von uns. Weil mit Blick auf die Uhr hätte ich gesagt, bevor wir das Ding jetzt hier 3 Stunden lang machen, kürzen wir es lieber auf verträgliche Länge, den Zuschauern zuliebe, und dann stunden wir die nächsten beiden Fragen rüber in die wahrscheinlich übernächste Sendung. Weil wie schon gesagt, nächste Woche sind wir schon wieder in Verhandlungen mit Gästen. Gut, oder will es irgendeiner von euch, nicht, dass ich jetzt hier, hat sich einer besonders auf eine Frage gefreut, ich glaube, wir sind auch hier in Unisono zufrieden. Fragen im Chat, Herr Schredo? Habe ich nichts mehr gesehen. Ich hatte nur gerade eben noch schnell einen Kurs gecheckt gehabt, weil ich das repostet hatte, unser Thema, als wir den Oatly-Börsengang halt hatten. Insofern hier wieder das Orakel aus Dresden irgendwie recht behalten hat, weil Oatly jetzt also tatsächlich radikal unter den Ausgabekurs, zumindest unter die erste Börsennotierung, bei der Zeichnung hat ja eh quasi keiner von uns direkt mitmachen können, nämlich gefallen ist. Aha. Also man ist jetzt irgendwie bei 15,50 Euro, habe ich hier als letzten Kurs gesehen gehabt. Und das entspricht ein wenig gut deiner Prognose und deinem Vorgehen und deiner Skepsis bei Börsengängen. Ja. Das wollte ich irgendwie gerade noch checken. Und die Lockup-Frist kommt erst noch. Ne? Die Lockup-Frist kommt erst noch. Also eine Runde Mitleid an der Stelle. Also auch, also es begegnen einem die Themen ja immer wieder. Auch bei CureVac gab es irgendwie eine auffällige Verkaufstätigkeit von 4 Vorständen, die im größeren Stil halt verkauft haben, zu einem furchtbar ungünstigen Kurs, nämlich genau zu dem Tiefskurs, nachdem eben die Studie rausgekommen ist. Also insofern realisiert. Stop Loss drin gehabt. Oder die hatten Stop Loss drin beim Neobroker, was bei 500.000 Aktien, die übliche Preiszusage allerdings sprengt. Das ist auch so ein Punkt übrigens, wo man mal drauf achten darf, gerne. Wer sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzen will, an den klassischen Börsenplätzen gibt es immer ein Volumen, was angezeigt wird zu den Kursen in der Größenordnung bei liquiden Werten, also bei DAX-Werten locker 20.000, 50.000, bei anderen Werten auch ja, mindestens für 10.000, vielleicht 5.000 bei Nebenwerten. Bei diesen Neobroker-Geschichten, da werden teilweise für 500 Euro, aber das ist nicht unüblich in dieser Größenordnung auf diesen Plattformen zu handeln, wird die für 500 Euro einen Kurs genannt. Da kann ich doch als seriöser Anleger quasi gar nicht draufgehen, wenn ich nicht weiß, dass ich den Preis auch wirklich bekomme. Ja. Ja? Also eine ganz andere Größenordnung. Fiel mir jetzt nur so ein mit den 500.000 CureVac-Aktien. Ich glaube, die Order hätte keiner der Neobroker alleine gestemmt an der Stelle. Aber so wiederholen sich die Themen, die wir hier irgendwann schon mal hatten. Also insofern vielen Dank nochmal an dich, Jay, als Initiator dieses Formats. Ich habe große Freude dran, auch an den Highlight-Clips. Und die kann man tatsächlich auch mit ein bisschen Abstand immer wieder gut verwenden.
Und auch da nochmal ganz herrlich zu dem Kognitiven nochmal, weil was mir bei der Oatly-Folge aufgefallen ist, das nennt sich dann Confirmation Bias, ist, dass also quasi nachdem der Kurs angefangen hat, richtig nachzugeben, sind die Klickzahlen unserer Folge richtig nach oben. also wirklich, nachdem, also wo man sich das nicht erklären kann, also wieso kann das sein, dass das jetzt so hart abrauscht, dann wird natürlich alles gesucht und dann werden sogar Börsenbunch-Videos auf einmal gefunden und geklickt. Ja. Also ganz, ganz toll. Aber ja, also das ist mir aufgefallen dann. Also ich habe tatsächlich also auch den Verfall des Oatly-Kurses über unser Video dann, wo ich mir gedacht habe, wieso, wir sind also, glaube ich, 15% unserer Zuschauer kamen irgendwann mal über das Oatly als Keyword. Und dann habe ich Oatly-Kurs gecheckt und ja, das ergibt Sinn. Gut, Freunde. Weil dann sind wir jetzt offiziell, weil wir mittlerweile super gut darin sind, pünktlich anzufangen, sind wir genau 2 Stunden und 12 Minuten auf der Uhr. Schöne also Zahl. Ein problemloses Reißen der 2-Stunden-Marke. Haben wir mal wieder vergessen, darauf hinzuweisen. Ihr müsst den Kanal abonnieren und den neuen Kanal auch abonnieren. Wir gehen doch bald auf dem neuen Kanal live. Ha, und lasst uns Daumen nach oben da und kommentiert auch gerne. Das ist uns wichtig. Aus emotionaler Perspektive. Das ist die eine kognitive Verzerrung, die tatsächlich auch Relevanz hat. Also Confirmation Bias. Das ist Confirmation. Ja, wenn dir dein Reptilien-Gehirn jetzt gerade sagt, es wäre gut, den Kanal zu abonnieren, dann hat das Recht. Da brauchst du keine Checkliste für. Oder eine Checkliste, wo draufsteht, abonniere den Kanal. Und das mach mal. Und den neuen Kanal übrigens auch. Verlinken wir hier drunter. Dann lass uns einen Daumen nach oben da, kommentier das Ganze gerne, Fragen wie immer hier drunter. Danke an alle fürs Mitmachen. Hat mal wieder Riesenspaß gemacht. Und die Abschlussworte dieser Folge spricht Tino, weil wir ihn so vermisst haben. Oh, ja, warte. Aus deiner langen Liste mit Abschlussworten. Ja, genau. Das große Lexikon der Abschlussworte, jetzt auch bei Amazon. Nee, ich habe keine Abschlussworte, aber doch irgendwie Abschlussworte. Danach kommt auch wirklich nichts mehr. Das haue ich jetzt hier rein, weil das ist mir eben noch eingefallen zu dem letzten Thema kognitive Verzerrungen. Weil wir ja alle daran leiden und in diese Fallen tappen können, bietet es sich an, ein kleines Spielkonto einzurichten und dort wilde Dinge zu veranstalten, mit der Gefahr, alles zu verlieren. Wir können aber dort genau die Beobachtungen festhalten und aufschreiben, über die ich gesprochen habe und die wir diskutiert haben hier, und können für kleines Geld, wenn du einen Kurs buchst bei irgendwem, zahlst du viel mehr. Dort können wir also für kleine Euronen Erfahrungen sammeln und können dann diese Checklist befüllen mit unseren ganzen Fehlern, die wir gemacht haben. Und deswegen empfehle ich allen, die manchmal denen der Finger so ausrutscht bei dem Execution-Button und die einen Order schnell losschicken und glauben, yes, das ist es jetzt und so weiter, geh rüber in das andere Konto, mach ein extra Konto, mach es ganz klein und tob dich dort aus. Das ist dein Wrestling, deine Wrestling-Arena, und hab dort Spaß und mach es nicht mit großem Geld, bevor du nicht einiges über dich und deine ganzen Fehler gelernt hast. Gib dem Trieb nach, aber ruinier dich nicht. Jawohl. So sieht's aus. Ja. Wir fahren dann nach Wiesbaden und dann werde ich auf mein ICE-Ticket nach Wiesbaden am Ende draufschreiben, fahre nicht wieder nach Wiesbaden, und dann wahrscheinlich auf halbem Weg das Ticket aber auch schon wieder heimlich in die Tasche gleiten lassen. Das war mal wieder eine großartige Folge. Dann sagen wir nochmal Danke an alle Zuschauer. Wie schon gesagt, abonniert das Ganze. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und dann bis nächste Woche, wahrscheinlich mit einem Gast, aber wir melden uns auf Social Media wie immer. Dann allen noch einen schönen Abend und bis